Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch, eurem Podcast, der offensichtlich ganz viele Dinge mit Comics macht und zuletzt auch eine ganze Menge KünstlerInnen-Gespräche geführt hat. Auch in dieser Ausgabe werden uns zwei davon erwarten. Was das zweite Gespräch an dieser Stelle sein wird, ist noch nicht so ganz klar. Ich habe eine ganze Menge, sagen wir mal, E-Mails geschrieben und so halbe Bestätigungen bekommen. Es wird also spannend, was auf uns zukommt. Und wir werden heute vermutlich nicht nur die junge Frau hören, mit der ich gleich dieses Gespräch führen werde. Nein, hier ist auch ein junger Mann auf meine Brust geschnallt, der hoffentlich gleich einschläft. Auch den werdet ihr unter Umständen gleich hören. Ich freue mich sehr, dass ich sie heute bei mir zu Gast habe. Eine junge Frau, die aktuell einen Comic nun auch beim Jaja Verlag veröffentlichen wird, den sie auch schon im Eigenverlag rausgehauen hat. Das gute Stück trägt den Titel Das Gute am Ende des Tages. Und ich freue mich sehr, dass sie, die sie in Hamburg und Kassel studiert hat, auch ein geiles Stipendium als Künstlerin gekriegt hat. Da werden wir heute drüber sprechen. Sie hat schon gepodcastet, sie ist in Wien geboren und sie hat hier ganz viele irgendwie Nominierungen für irgendwelche Awards und hat sie nicht gesehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie ist eine richtige Künstlerin. Wir gucken mal, wohin die Reise heute gehen wird. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi. Hi, genau, ich bin die Greta. Was kann ich über mich erzählen? Du hast schon so viel gesagt. Genau, ich bin Comic-Künstlerin, ich mache aber auch super gerne Illustrationen und gelegentlich auch mal Workshops. Und genau, ja, dieses Jahr habe ich mein erstes längeres Buch fertig gezeichnet und das kommt jetzt beim Jaja Verlag demnächst. Und genau, das kann man über mich sagen. Und ich habe meinen Podcast gemacht. Saugeil, das sind alles Teile der Stichpunkte, die ich hier gerade neben mir liegen habe. Wir werden eine ganze Menge spannende Dinge besprechen wollen. Warum machen wir das überhaupt? Weil ich dich bzw. über deinen Comic erfahren habe bei den Kollegen von Yeah Comics. Da haben die nämlich in ihrer aktuellen Ausgabe deinen Comic besprochen, der ja, wie gesagt, schon im Selbstverlag erschienen. Da habe ich mir gedacht, das klingt sympathisch, da guckst du mal und schreibst dich an und zack, du hast auch noch den Fehler begangen, zuzusagen. Jetzt bist du hier am Start und ich freue mich doch sehr, dass das geklappt hat. Also an der Stelle nochmal viele liebe Grüße an die Kollegen von Yeah Comics, an Carlos und Lara. Da hört da auf jeden Fall mal rein. Das wäre schade, wenn ihr das nicht hören würdet. Du bist, das habe ich ja ernst gemeint, also tatsächlich so eine richtige Künstlerin. Das heißt also, richtig ist immer so eine relative Sache. Ich will ja keinen irgendwie diskriminieren oder so. Aber du hast das ja so richtig so ganz klassisch von der Pike auf gelernt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch im Nachhinein. Also es war nicht so geplant. Also ich hatte ja in Hamburg und Kassel studiert. Und nach Kassel hat es mich eigentlich mehr durch Zufall oder ja aus privaten Gründen verschlagen. Aber so im Nachhinein betrachtet war das eigentlich eine super Ausbildung, weil ich in Hamburg quasi ja einfach sehr viel so handwerklichen Input bekommen habe, also wahnsinnig viel gezeichnet habe. Und Kassel ist natürlich so ein Storytelling-Schwerpunkt, auch so Dramaturgie-Seminar und so eine sehr starke inhaltliche Auseinandersetzung gewesen. Und ja, also für das, was ich tue, habe ich auf jeden Fall eine gute Wahl mit Hamburg und Kassel getroffen. Ja. Ich schwöre, hoch und heilig, neben deinem Namen hier habe ich ganz fett das Wort Kassel stehen und ich habe es dreimal unterstrichen, weil in meiner subjektiven Wahrnehmung Kassel ja echt sowas wie eine auch Comic-Hochburg ist. Man denkt das vielleicht gar nicht unbedingt, weil Kassel womöglich jetzt nicht die größte Metropole in Deutschland sein könnte, aber da kommen ja echt eine Menge Leute her, die eine Menge geilen Scheiß gemacht haben. Ist es richtig, dass da nicht irgendwie auch der Rotopol Verlag sitzt? Genau, die Rita ist hier. Also ist hier auch gleich um die Ecke vom Atelier. Ist ein sehr schöner kleiner Laden. Die machen auch oft Ausstellungen. Genau, und die sind auch aus der Illu-Klasse gekommen. Ja. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen. Für uns, die wir jetzt gerade nicht in Kassel sind und wohnen und leben und hast du nicht gesehen, täuscht dieser Eindruck? Gibt es da wirklich eine ziemlich ja einfach große Menge an Comicschaffenden? Nee, das ist wirklich so. Also ich merke das tatsächlich auch, wenn ich so auf Messen bin und sowas und dann sage so, ja, ich habe in Kassel studiert und dann alle gleich so, ah ja, Kassel, ja, ja, die Comic-Leute so. das liegt eigentlich an Professor Hendrik Dorgarten. Also der hat ja hier vor, boah, ich weiß es nicht, es sind schon über 10 Jahre irgendwie, hat der angefangen zu unterrichten und der war halt total auf so Comics, Comics, Comics. Und also es ist halt auch im Studium, dass man, also es gibt auch Leute, die einen illustrativeren Schwerpunkt haben oder jetzt vielleicht nicht so klassische Comics machen, aber es ist schon so, dass man, also man kommt da nicht drum rum, so eine inhaltliche
Auseinandersetzung und wie denke ich mir Geschichten aus. Also es ist schon sehr diese Autorenschaft, die gefördert wird. Und klar, es gibt auch andere Hochschulen in Deutschland, wo das unterrichtet wird und die auch größer sind. Also ich weiß gar nicht, weil Kassel ist ja nicht so groß. Also keine Ahnung, warum dann so viele dann hierher kommen. Also. Aber es ist auf jeden Fall eine absolute Comic-Hochburg, ja. Da habt ihr dann alle total viel Kontakt auch miteinander und habt so ein kleines Kasseler Comic-Netzwerk oder wie sieht das aus? Gibt es einen Comic-Stammtisch? Also ich habe so einen privaten Stammtisch. Ich treffe mich jeden Mittwoch mit zwei Freundinnen, die Comics machen und da kommen dann immer Leute dazu, die irgendwie zufällig vorbeikommen oder eingeladen werden. Aber das ist eigentlich mehr so ein Treffen. Ich glaube, es gibt einen Stammtisch, wo ich nicht war. Ich glaube, das sind auch mehr so ältere Personen, die auch so Illu-Sachen und so machen, keine Ahnung. Aber ich glaube, diese Vernetzung passiert halt insofern, weil Kassel hat halt, also da kriegt man halt relativ schnell einen Arbeitsplatz in einem Arbeitsraum. Also die Illu-Klasse hat zwei Arbeitsräume. Und das ist eigentlich, wenn man einen Arbeitsplatz möchte, dann kriegt man den auch meistens, also wenn nicht gerade Corona ist. Und dadurch hängt man halt mit den ganzen Leuten die ganze Zeit in der Uni rum. Also das ist wahrscheinlich so dieses Netzwerk. Genau. Also man, also ich weiß nicht, ich habe da auch einfach super viel Zeit verbracht, wirklich da irgendwie, weiß nicht, auch, dass man dann abends da auch zusammen isst und irgendwie Scenes zusammen macht und Sachen. Also es ist, man hängt da halt zusammen rum. Und man kann sich vielleicht auch einfach gar nicht aus dem Weg gehen, wenn man halt auch irgendwie in denselben Kreisen rumhängt und so. Ist ja eine coole Sache irgendwie. Und ist das dann so, dass man sich dann auch so tippsmäßig so austauscht oder braucht ihr das nicht, weil ihr alle schon perfekt seid? Wie läuft denn das? Also die Frage mag jetzt ein bisschen naiv klingen, aber mich interessiert das wirklich, wie das so im Alltäglichen aussieht. Ja, also einmal halt durchs, also es gibt ja einmal diese im Studium diese Einzelkorrekturen, wo man dann zu zweit mit den Lehrern dann ist. Aber dann gibt es ja auch so zum Beispiel so das Draw and Tell, dass man halt irgendwie einfach zeigt, woran man gerade arbeitet und dann können andere Input geben. Und bei mir persönlich war das halt auch super viel im Arbeitsraum, einfach der Austausch. Also das fängt wirklich an mit, ich hatte zum Beispiel eine... Hallo, du kannst reinkommen. Okay, die Tür geht gerade auf. ich bin gerade im Besprechungsraum beim Atelier, also es werden immer mal wieder Leute durchlaufen. Nee, das ist, also ich hatte zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat mir zum Beispiel allen technischen Krams gemacht. Also wenn ich nicht wusste, wie man was auf Photoshop anlegt, dann hat die das für mich gemacht. Oder ich weiß nicht, wie ich eine E-Mail schreiben soll. Ich weiß nicht, wie, ob die Farben gut sind. Weiß ich nicht, irgendwie eine aus meinem Atelier wollte was mit dem Riso machen. Dann kommt jemand und erklärt ihr, wie sie das mit dem Riso am besten macht und so weiter. Also das ist, man sitzt halt nebeneinander oder also das ist oder zum Beispiel auch, man muss ja auch so einen schriftlichen Teil schreiben oder so Stipendiensbewerbungen. Da hatte ich immer so zwei, drei Leute, die das mit mir zusammen gemacht haben. So. Mhm. Jetzt sagst du auch gerade, und man hört es wie gesagt auch ein bisschen im Hintergrund, dass du gerade in einem Atelier bist. In deinem Atelier, Atelier. Sag mal, wo genau bist du da und vor allem warum? Genau, also ich bin nach meinem Stipendium wieder nach Kassel und habe hier eine super schöne Ateliergemeinschaft gefunden, die heißt Moi Moi, das heißt schön schön, das gefällt mir auch ganz gut. Und wir sind 12 Leute hier, interessanterweise, also im Gegensatz zu meinem Studium, wo ja alle irgendwie Comic gemacht haben, bin ich hier jetzt die einzige Comiczeichnerin, / Illustratorin. Also die anderen machen bildende Kunst, Fotografie, Grafikdesign, Produktdesign. Genau, und wir sind hier nicht alleine, sondern neben uns ist auch noch Saatgut-Konfetti. Das ist eine Konfetti-Produktion. Also es ist ein sehr, sehr schöner Ort zum Arbeiten. Und mir ist das total wichtig, dass ich nicht alleine in meinem Zimmer sitze, sondern ich brauche diesen Austausch. Mhm. Ja, das ist ganz interessant, weil wir auch schon Leute im Gespräch hatten. Mir fällt da beispielsweise die Caroline Reich ein, auch eine Comic-Künstlerin, die schon viele tolle Sachen gemacht hat, die halt in ihrem Arbeitszimmer sitzt und da dann halt an ihrem Tisch und so. Aber du musst offensichtlich eigene vier Wände verlassen. Das gefällt dir wohl zum Arbeiten besser, wie es aussieht. Also ich hatte das tatsächlich ganz früher,
vor, keine Ahnung, als ich so Anfang 20 war, dass ich alleine zu Hause gearbeitet habe. Und ich fand das nicht gut. Also mir hat das nicht gefallen. Und also zum einen halt dieser, sagen wir mal, fachliche Austausch. Aber ich finde es auch nett einfach, dass man auch mal mit Leuten zusammen Mittag isst oder gefragt wird, wie es einem geht oder weiß ich nicht. Dann ist eine Ausstellung, dann geht man da zusammen hin oder so. Und natürlich für mich, also zum Beispiel, ich gestalte halt, wenn es geht, meine Bücher auch nicht selber, sondern das macht meine Freundin Franzi, Franziska Siebert, und die macht das halt viel cooler als ich, weil die halt redaktionelles Gestalten gelernt hat. Oder zum Beispiel auch die Fotos von meinen Ausstellungen oder Publikationen sind eben auch von einem Fotografen hier aus der Ateliergemeinschaft, von Nikolaus Wefers. Und der kann das natürlich auch tausendmal besser als ich. Ja, dann vielleicht die letzte Frage auch zu deiner Vita, die sich ja auch, wenn man im Internet ein bisschen sich mit dir beschäftigt, dann geht es immer wieder um dieses Stipendium, um deinen Aufenthalt, der auch in deinem aktuellen Comic da thematisiert wird, in diesem Künstlerhaus. Vielleicht magst du uns da mal erzählen, was genau ist das für ein Künstlerhaus? Was macht man da? Ist das eine geschlossene Geheimgesellschaft? Erzähl mal. Also es ist nicht so mysteriös, wie es klingt. Also das ist eben ein Künstlerhaus, das gibt es auch schon seit über 30 Jahren. Die haben eben regelmäßig Ausschreibungen. Also es ist auch gar nicht geheim, sondern jede Person kann sich da auch drauf bewerben. Also bei denen ist es so, dass die meistens so Jahresstipendien haben, ab und zu auch mal nicht, aber dass man dann eben, ich habe diese Ausschreibung auf der Seite von der Kunsthochschule gesehen, dann habe ich ganz klassisch so eine Bewerbung geschrieben, warum man dahin möchte und was man bisher gemacht hat, bla bla. Und dann wurde ich zu einem Interview eingeladen. Also die suchen sich dann immer drei Leute aus, die sie einladen, und dann haben sie mich genommen, was ziemlich cool war. Und dann habe ich da quasi ein Jahr lang gewohnt. Also das ist dann, man kriegt dann so einen festen Geldbetrag pro Monat, wie so eine Festanstellung fast. Dann hatte ich so ein super schönes, riesiges Atelier und einen Wohnraum, und dann konnte ich so vor mich hinarbeiten. Genau, manchmal sind auch Leute vorbeigekommen und haben so gefragt, hallo, sind Sie die Künstlerin? Wollen Sie ein Interview führen? Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Nee, so war das nicht. Darf ich Sie mal anfassen? Also zum Beispiel so, oh Gott, einer kam immer und hat mir dann, so ein älterer Herr, und hat mir dann immer so Storys erzählt aus seinem Leben und so. Und auch meine Jugendliche war da, die irgendwie Comic für die Schule machen musste. Und also man ist, also jeder weiß halt da in diesem Mini-Ort auch, dass man dann so die Künstlerin ist, so. Ja, also es ist aber auch sehr, sehr nett so. Also die haben auch ein großes Interesse. Und ich habe da auch auch wenn das natürlich so ein kleines Örtchen ist, wo jetzt kulturell sonst nicht so viel passiert, habe ich schon auch das Gefühl gehabt, dass Kunst auch da sehr wertgeschätzt wurde, und da sind auch wirklich spannende Gespräche so entstanden. Also da beschäftigen sich auch viele ernsthaft damit so. Und das habe ich dann so ein Jahr lang gemacht, und dann nach dem Jahr musste ich dann durfte ich eine Ausstellung machen und eine Publikation, genau. Ja Mensch, das klingt nach dem perfekten Ort für eben das Leben als Künstlerin. Das ist, glaube ich, das Optimum, was einem passieren kann. Wer da ein bisschen mehr wissen möchte, der sollte sich auf jeden Fall deinen Comic Das Gute am Ende des Tages anschauen, denn da erzählst du ja ganz viele biografische Dinge. Also es ist ja letztlich doch sehr autobiografisch, und es geht auch ein Stück weit um deine Anwesenheit dort vor Ort, was du da gemacht hast und vor allem, wie da quasi dieser Comic, den wir in dem Moment in der Hand halten und lesen, entstanden ist, richtig? Genau. Ich habe den Prozess quasi, das war auch diese Situation, dass, ich hatte ja quasi gerade frisch Examen gemacht, man kriegt quasi das komplette Kunststudium so eingetrichtert, so, du wirst nicht davon leben können, so, keiner kann davon leben, das wird voll hart, und dann hatte das halt einfach geklappt, auch während Corona, was halt super der Glücksfall war. Und dann bin ich da eingezogen, und die ersten zwei Wochen waren halt so fast surreal. Ich hatte immer so das Gefühl, so jetzt kommt jemand und sagt so, nö, wir haben Fehler gemacht, so, du musst jetzt doch wieder gehen. Oh, okay.
Also es war halt so, wow, ich habe so ein riesen Atelier und ich kriege Geld für Comics machen, so was ist jetzt passiert. Und dann muss man ja auch was zeichnen. Und das war so am Anfang so extrem mit so, oh Gott, was, jetzt muss ich was ganz Tolles machen jetzt. Ui. Und das habe ich so ein bisschen ja auch in meinem Comic beschrieben, diese anfängliche Angst. Ja, aber das ist ja ganz spannend. Dann lass doch gleich mal direkt hier auf den Comic zu sprechen kommen, der ja wohl in deiner Zeit vor Ort dort entstanden ist. Erzähl mal, wie kam es denn so zur Entstehungsgeschichte? Vielleicht magst du das selbst noch mit eigenen Worten ein bisschen zusammenfassen. Wie lange hast du quasi an dem Projekt gearbeitet? Und falls das noch nicht rausgekommen sein sollte, worum geht's überhaupt? Also ich finde, also wenn ich es ganz kurz beschreiben müsste, es ist im Prinzip ein Corona-Tagebuch. Also ich habe quasi die Monate so von Anfang des Jahres, also Januar, Februar bis April ist, glaube ich, der letzte Monat, einfach dokumentiert. Zum einen, weil ich da halt räumlich total determiniert war. Also ich konnte halt nicht wegfahren, ich konnte auch nicht recherchieren. Also mir blieb quasi irgendwie nichts anderes übrig, als sich mit mir selbst zu beschäftigen. Ja, zum anderen, weil ich es halt auch irgendwie spannend fand. Also ich hatte irgendwie das Gefühl so, wow, da passiert irgendwas, was ja schon auch eine historische Situation ist. Und ich habe jetzt, also ich bin ja jetzt, wir sind ja alle jetzt irgendwie ZeitzeugInnen so, und ich kann das jetzt festhalten, weil da sind wahrscheinlich auch viele Sachen dabei, die ich in 5 Jahren wieder komplett vergessen haben werde. Und das hat mich auch so ein bisschen gereizt. Genau, und da ist eben dieses Corona-Tagebuch dann entstanden. Und ja, also ich hatte eigentlich ein anderes Projekt geplant. Ich hatte das eigentlich nur so zur Überbrückung angefangen, so kurze Episoden zu zeichnen und dann auch direkt auf Social Media zu posten. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass das vielleicht doch was Größeres ist oder mich irgendwie beschäftigt. Und dann hatte ich nach, ich weiß gar nicht, wann ich die Entscheidung getroffen habe, ich glaube nach 2 Monaten, dass ich das als Hauptprojekt machen will. Und dann habe ich quasi so eine Dramaturgie darum gestrickt, also quasi alle persönlichen Erlebnisse dann, also ich bin da sehr pedantisch, ich werde da auch so ein bisschen verlacht manchmal, weil ich dann wirklich so Mindmaps mache und mir so Stichpunkte mache, die ich dann so an die Wand klebe und welche Handlungen verknüpft sind und wo die Spannungskurve hochgeht und wo sie runtergeht. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen verkopfter als andere unterwegs. Genau, daraus habe ich dann eben dieses Comic gezeichnet und der Zeitraum war 10 Monate tatsächlich. Also es ist viel zu wenig Zeit gewesen. Das ist natürlich auch eine Zeit sehr intensiver Monate gewesen. Wer sich so an die letzten 1,5 Jahre, wir haben jetzt hier Aufnahmezeitpunkt Anfang Juli 2021, die letzten 1,5 Jahre waren für uns alle wahnsinnig anders, teilweise erschreckend anders, negativ anders, aber es gab sicherlich auch ein paar positive Highlights. Du erzählst in deinem Comic anekdotisch verschiedenste Dinge, die dir eben passiert sind und verbindest das zu einer größeren Geschichte. Und da frage ich mich doch zum Beispiel auch, woher kommt eigentlich der Titel des Comics? Also das Witzige war, dass ich eigentlich, ich hatte im Januar, weil ich war im Januar, da wollten wir kurz danach nach Spanien und ich hing so ein bisschen in Kassel rum, ich hatte keinen Arbeitsplatz mehr und irgendwie war alles so grau und irgendwie wusste ich nicht so richtig, was ich zeichnen soll und ich hatte Bock, irgendwas zu zeichnen und ich wusste nicht was. Und dann habe ich einfach jeden Tag quasi das Gute am Ende des Tages gezeichnet. Also das war dann zum Beispiel, dass ich irgendwie mit dem Hund auf den Hund von meiner Mitbewohnerin aufgepasst habe und dann habe ich diesen Hund gezeichnet oder eine Freundin getroffen habe oder sowas und habe so oder irgendwie so was Leckeres gegessen habe und habe das halt immer mit diesem Hashtag auch so das Gute am Ende des Tages. Und dann kam halt Corona und dann hatte das fast so was Therapeutisches, dass ich quasi immer so gedacht habe, okay, aber was war denn heute eigentlich gut? Und habe das quasi noch so ein bisschen weiter gezeichnet. Und das ist dann quasi eigentlich in dieses größere Projekt übergegangen. Also der Titel war eigentlich davor da, bevor ich wusste, dass ich das Buch machen werde. Es stimmt, das ist auf jeden Fall ein Teil deiner Geschichte. Das ist ganz interessant. Du hast dann natürlich auch
viele negative Eindrücke gesammelt zu Beginn Corona, so wie wir das alle, weil wir diese ganzen Einschränkungen hatten, verdammte Axt, die wir irgendwie immer noch haben und wenn es weiter so geht, haben wir die bald wieder. Und da gab es dann natürlich offensichtlich auch bei dir intrinsisch so ein bisschen die Motivation, okay, jetzt muss ich auch mal die Lichtblicke des Tages erkennen und hast dann hier auch ein paar Seiten genau diese Idee gewidmet und ja eben, wie gesagt, positive Dinge betont. Ist interessant, ich bin natürlich jetzt nicht der smarteste Typ, wie du merkst, habe also die Verbindung gar nicht gezogen zwischen genau dieser Geschichte und dem Titel. Danke fürs Erläutern. Ja, es muss ja auch, also es gibt, also die Geschichte ist ja auch ohne diese Information verstehbar. Also, das muss ja, klar. Ja auch nicht. Ich habe mich dann immer so ein bisschen gefragt, wir werden sicherlich noch auf einzelne Aspekte des Buchs nochmal auch eingehen. Zum Beispiel gibt es ja Situationen, wo du zusammen mit deinem Lebenspartner in eine WG einzieht oder zurückzieht, glaube ich, das ist viel eher eine große WG. Ich bin mir nicht ganz sicher, waren das sogar 10 Leute oder so? Also ein Riesending. Und da ist dann in den einzelnen Anekdoten, in den Situationen, die du schilderst, natürlich schon auch irgendwie eine gewisse Niedergeschlagenheit zu sehen, ja. Wenn ihr beispielsweise irgendwie auf dem Balkon steht und ist gerade wieder das alltägliche Klatschen für die Pflegekräfte angesagt, dass denen natürlich jetzt auch keinen Cent mehr in die Tasche spült, aber irgendwie so eine Art von ja, Aufmerksamkeit und Anerkennung geben sollte, dann schwingt immer so ein bisschen eine Melancholie mit, auch so, ja, eben so, ja, das Negative, das letztlich dieser Schatten, der uns dann alle bis heute irgendwie so ein bisschen aufliegt. Das fand ich interessant, weil gerade in dem Moment habe ich zum Beispiel auch als positiven Aspekt gesehen, dass du ja überhaupt Leute um dich rum hast. Ich meine, 10 Leute um einen rum, mit denen man sich austauschen kann. Okay, vielleicht nicht jeden Tag und immer oder so, aber das ist eigentlich ein ziemlich cooler Aspekt auch in diesem Moment gewesen, ein positiver, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren zu siebt. Okay. Und das war schon auch, ja, es war auch irgendwie lustig, weil wir halt auch die Zeit extrem viel miteinander verbracht haben. Und wir waren dann auch mal wandern und das war dann fast unangenehm, weil die Leute uns echt auch so richtig böse angeguckt haben. Ein Haushalt, ja? Ja, genau, wir waren halt wirklich ein Haushalt. So. aber es war schon irgendwie ganz schön, dass wenn man halt sonst so halt sozial, so Family und Freundeskreis nicht so viel sehen konnte oder wenn dann halt nur sehr eingeschränkt, dass man halt da, also ich fand es ganz cool, war ein guter Zufall. Sind die Leute eigentlich in dem Buch in irgendeiner Form fiktionalisiert oder ist das ein tatsächliches Abbild der Mitbewohner und generell der Menschen, mit denen du zu tun hattest in diesen Monaten? Es gibt tatsächlich keine Fiktionalisierung. Also, die Namen sind alle so in echt. Es ist natürlich so, dass so wie in dem Buch Situationen ablaufen, laufen sie nicht in Realität ab. Also man spricht nicht so kurz miteinander oder so. Also das ist natürlich schon sehr... ja, einfach zusammengefasst oder also einfach modifiziert, dass es halt in diese Form, diese Geschichte passt. Aber ich habe tatsächlich alle Leute in den Prozess eingebunden. Also ich habe alle Leute, die drin vorkommen, davor nochmal gefragt. Ich habe quasi, also ich habe denen nicht das ganze Buch geschickt, aber die Seiten, auf denen sie drauf sind. Und ich habe die Seiten von der WG, da habe ich auch Fotos in der WG gemacht und denen auch immer so Zwischenstände gezeigt. Und dann zum Beispiel auch, dann war irgendwie die Freundin von meinem Mitbewohner da, die meinte dann so, nee, Sven sieht ganz anders aus, zeichnet den mal neu. Dann habe ich den unter Anleitung von seiner Freundin nochmal neu gezeichnet. Ja. Also viel breitere Schulter und ein viel männlicheres Kinn. Nein. Also es war schon so, also das war mir auch ein persönliches Anliegen, weil ich ja einmal diese Interviews drin habe und einmal, also halt viele Personen einfach drin vorkommen, die in echt drin vorkommen. Ich zitiere ja auch eine Person und ich habe mir wirklich die Arbeit gemacht, dass ich jede Person vor der Veröffentlichung nochmal gefragt habe, so ist es in Ordnung, soll ich es nochmal verändern, möchtest du, darf ich das so veröffentlichen? Also das war mir schon so ein Herzensanliegen, dass da nicht jemand danach kommt und sagt, oh mein Gottes Willen, so, wie konntest du nur? Und die haben auch, jeder hat auch ein Buch bekommen, also. Sehr gut. Genau. Du warst ja auch so freundlich, mir ebenfalls ein Buch zukommen zu lassen, nämlich ein Teil der, also ein Werk, eine Ausgabe der Auflage, die du in Eigenproduktion veröffentlicht hast, die also noch nicht beim Jaja Verlag erschien. Und ich finde es ganz cool, auch so das Format ist cool. Da ist quasi kein richtiger Buchrücken dran, aber es ist schon gebunden und so. Das ist irgendwie total fancy. Wie kam es denn dazu? Also die Gestaltung des Buches habe ich komplett aus der Hand gegeben. Da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Also ich habe eben eine Freundin, die Franziska Siebert heißt die, und die hatte mir für mein Examen angeboten, ob sie das layouten darf oder kann. Und ich war natürlich total begeistert.
Und das hatte dann ziemlich super geklappt. Und seitdem macht, also wenn es irgendwie geht, auch bei Aufträgen, dann macht die halt die Gestaltung. Und das Tolle ist an Franzi, dass sie halt, also die illustriert auch selber und macht das auch ziemlich gut und hat irgendwie so eine hohe Verständnis von, wie man Dinge gut gestaltet. Und die hatte zum Beispiel auch die Idee, die Seiten blau zu färben. Also das war gar nicht meine Idee. Das hatte sie mir irgendwann mal so geschrieben, so, hey Greta, wir färben die Seiten blau. Und ich so, ja super, machen wir. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, also die waren halt davor so Schwarz-Weiß-Grau-Stufen. Und das Buch wäre halt so viel hässlicher geworden, wenn es halt einfach nicht, also diese blauen Seiten werten das so schön auf und erzeugen auch so eine Stimmung. Genau, und so gestaltet sie eben meine Bücher. Und das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Buchrücken, das ist ein offener Buchrücken. Das hat sich Franzi auch ausgedacht und das war so ein bisschen inhaltlich, weil es ja auch autobiografisches Erzählen impliziert ja auch immer eine Verletzlichkeit, also ein Offenlegen von etwas, und deswegen war die Idee, diesen offenen Buchrücken zu machen, was leider für die Verlagsauflage jetzt nicht geht, weil wenn das dann im Bücherregal von einem Buchladen steht, dann muss man den Titel sehen. Na klar. Ja. Also die zweite Auflage wird ein bisschen anders aussehen, aber auch cool. Also das Cover, wird das identisch sein? Das Cover ist identisch, ja. Okay. Das war mir auch so ein Herzensanliegen, weil Corona auch so wahnsinnig emotional aufgeladen ist und diese Viren und diese krassen Bilder, und deswegen wollte ich so ein Cover, was so ganz reduziert und ruhig ist. Bevor wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, wie dann der Kontakt mit dem Jaja Verlag zustande kam, vielleicht kurz nochmal der Abstecher dazu, was es sonst eigentlich noch von dir gibt. Auf deiner Internetseite cargocollective.com kann man sich ja eben durchaus anschauen, was es von dir noch auch an Comics und sonstigen Kunstwerken gibt. Und vielleicht erzählst du uns einfach mal, was da noch so am Start ist bei dir und was man vor allem noch irgendwo kaufen kann. Also die Internetseite, die ist gerade über Cargo Collective, weil ich keine Zeit habe, sie neu zu machen. Ah, ich verstehe. Okay, das ist gar nicht. Genau, also das ist eine Umleitung, und die Adresse, also wenn man www.die-greta.de eingibt, dann kommt man auf diese Cargo Collective Seite. Verstehe. Und ich werde irgendwann, wenn ich alle meine Aufträge abgearbeitet habe, werde ich auch diese Seite neu machen. Aber ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Naja, egal. Ja, was mache ich sonst noch so? Also ich habe, von mir kann man tatsächlich gar nicht so viel kaufen. Also ich habe bei Anthologien mitgemacht, beim Urban Sketchbook zum Beispiel, was beim Julie Verlag erschienen ist, bei der Anthologie Triebwerk, was bei Rotopol erschienen ist. Also da gibt es halt so Beiträge von mir. Meinen Abschluss kann man nicht kaufen, weil das Projekt heißt The Biggest Splash, und ich wollte es dann nochmal so krachen lassen, solange ich noch an der Kunsthochschule bin, und habe so ein wahnsinnig aufwendiges Schmuckbuch mit Leporellos, und das war dann mit Piercings gebunden, und es ist einfach es gibt 7 Stück davon, eins liegt auch in der Bibliothek von der Kunsthochschule, kann man dort auch auf Anfrage lesen, aber also ich wurde da öfter danach gefragt, ob ich das hätte irgendwie 150 Euro kosten müssen, und natürlich, ich hätte da nochmal extrem viel Zeit rein. Also es war nicht realistisch, aber es war, also ich wollte mal dieses Experiment machen, genau. Und und jetzt sitze ich auch gerade an ein paar Sachen, aber die kommen alle erst im Herbst. Könntest du dir denn vorstellen, dein Abschlusswerk vielleicht in irgendeiner Form digital zur Verfügung zu stellen, oder wird das dem Gesamtwerk nicht gerecht? Es gibt teilweise Folgen auf Instagram, wenn man da runterscrollt, und ich habe so ein Sponsoring bekommen aus dem Netzwerk vom Künstlerhaus, und ich kriege quasi einen Katalog finanziert, und da möchte ich quasi das auch, also nicht komplett, aber zu großen Teilen kommt es da nochmal rein. Das Problem ist auch, dass, das macht dann wieder die Franzi für mich, und Franzi hat keine Zeit und ich habe keine Zeit, weil wir gerade zu viele Aufträge haben. Ah, ja, aber ja. Irgendwann wird dieser Katalog auch kommen und den kann man dann auch kaufen, aber wir wissen noch nicht, wann wir das machen. Ich bin gespannt. Zu viele Aufträge zu haben ist echt nicht das Schlechteste, was einem passieren kann, oder? Nö. Also es wird jetzt stressig, weil ich habe jetzt Ende Juli, Anfang August Workshops. Also 2 Wochen lang jeden Tag Workshop. Und, also die ich leite, nicht teilnehme.
Und da wollte ich eigentlich in der Zeit keine Aufträge machen und das funktioniert nicht. Aber ist auch okay. Ich möchte mich nicht darüber beschweren. Ja, okay. Und wie sieht es dann aus, als du dann irgendwann dein Werk fertig hattest und das Ganze im Eigenverlag erschien? Dann ist offensichtlich irgendwann die Annette von Jaja auf dich zugekommen oder du auf sie. Erzähl mal, wie kam es zur Zusammenarbeit? Annette hatte mich auf Instagram angeschrieben. Mhm. Verrückt. Wer macht das denn? Bei mir passiert irgendwie wahnsinnig viel über Instagram, obwohl ich das eigentlich immer nur irgendwas poste und irgendwelche lustigen Sachen, die ich auf der Straße sehe und keine Ahnung was. Also eigentlich ist das gar nicht so ein Portfolio-Account. Aber genau, die hatte das einfach gesehen. Da habe ich ja dann so Bilder von der Ausstellung gepostet und so, hallo, hier, ich habe hier Comic gemacht, bla bla. Und dann hatte sie mich gefragt, ob ich das bei Jaja veröffentlichen will. Und ich war natürlich gleich so, ja. Also ich finde die Bücher vom Jaja Verlag auch ganz toll und die haben auch ganz tolle Autorinnen und diverses schönes Programm und habe mich da sehr, sehr drüber gefreut und eigentlich nicht überlegt, ob ich das machen will oder nicht, sondern ich wusste eigentlich gleich so, ja, natürlich. So. Ja, super. Also wie du selbst sagst, die Künstlerin, die ich vom Jaja Verlag kennengelernt habe und die Annette auch ganz grob, das sind auf jeden Fall tolle Menschen, ein toller Verlag, ein tolles Programm. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Hast du denn vorher schon mal proaktiv drüber nachgedacht, dein Comic irgendwie Verlagen zu pitchen? Ich hatte tatsächlich überlegt, dass der eine Punkt war, dass halt es keine Messen gab, wegen Corona. Ach so, und ja. Ich musste quasi diese Publikation zur Ausstellungseröffnung veröffentlichen. Und ich hatte ja auch ein Budget dafür. Das heißt, es musste halt im März das Buch bei der Ausstellung sein. Und ich habe eigentlich, ich glaube Anfang Februar, da habe ich noch so die letzten Seiten irgendwie fertig gemacht. Also es war wirklich alles so knapp, dass ich irgendwie keine Kapazitäten dafür hatte. Also ich habe ja, das Buch hat ja 234 Seiten. Und ich habe das halt in 10 Monaten gezeichnet. Das ist halt auch eigentlich nicht machbar. So. Deswegen habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich fand es dann schon toll, auch jetzt dann eine Verlagsveröffentlichung zu haben, weil ich habe ja auch den Vertrieb dann quasi, also die erste Auflage hat 120 Stück. Und ich habe die dann auch zum größten Teil per Post verschickt. Und das war so nervig. Glaube ich dir, ja. Also ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich habe dann auch teilweise, das hat ja dann quasi mit Porto 41,55 Euro gekostet. Dann habe ich auf eine Rechnung 1,55 Euro, da habe ich einfach die 4 vergessen geschrieben. Und lauter so Dinger, also ich wäre echt so, Gott sei Dank muss ich den Vertrieb nicht mehr machen. So. Ja, ist aber offensichtlich auch ein Zeichen dafür, dass es eine Menge Menschen gab, die sich das Ganze ja auch durchlesen wollten, die Bock drauf hatten. Und wie gesagt, auch als Zeitzeugnis ist dieser Comic auf jeden Fall geeignet. Da muss man halt genauso auch Bock drauf haben. Und das ist natürlich jetzt auch ein Punkt, wenn ich auch mal eine kritische Rückfrage stellen darf. Und ich denke, die Frage wirst du schon hin und wieder bekommen haben. Jetzt geht es halt um Corona. Und machen wir uns nichts vor. Corona hängt dem einen oder anderen, der einen oder anderen und mir irgendwie auch ein bisschen aus dem Hals raus. Wir sind irgendwie noch mittendrin und so dieses Damoklesschwert der nächsten Lockdowns, das schwebt immer noch irgendwie über uns. Während aus dessen auf der einen Seite, keine Ahnung, große Formel-1-Rennen in Australien abgesagt werden auf der anderen Seite ganze Stadion dicht an dicht beim Fußball gefüllt. Also wir sind sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und Corona ist auch ein Thema, das uns in den nächsten 2, 3, 4, vielleicht sogar 10 Jahren noch begleiten wird. Kannst du dir vorstellen, dass du deine Zielgruppe mit der Themenwahl Corona vielleicht auch ein bisschen einschränkst? Also ich denke, es ist ein Thema, womit sich jeder zwangsläufig beschäftigen wird. Und ich glaube, mein Comic ist da sehr, sehr, also es reißt nicht so diese ganzen politischen Debatten auf, sondern es ist eigentlich mehr so ein persönliches Erinnern. Oder ich merke auch, dass viele Leute Stellen daraus sehr lustig fanden oder auch irgendwie sehr berührt dadurch waren. Also eine Person hat mir auch geschrieben, dass sie auch bei einer Stelle so Gänsehaut bekommen hat irgendwie. ich glaube, es ist, obwohl es ein unangenehmes Thema ist, es ist trotzdem ein sehr angenehmer Zugang dazu, der einen fast so auch so ein bisschen versöhnlicher mit dem Thema stimmt.
Und also es gibt für mich persönlich so einen roten Faden im Buch, der eigentlich gar nicht Corona ist. Also es ist eigentlich, also Corona ist natürlich das Setting oder das Szenario, aber der eigentliche Inhalt oder die eigentliche Aussage, die ich mit dem Buch machen möchte, ist eigentlich so dieses etwas passiert, auf das wir, also auf das ich oder wir keine Kontrolle oder ja keinen Zugriff haben. Und das kann ja nicht Corona, also es muss ja nicht Corona sein, das passiert ja immer im Leben, dass, weiß ich nicht, eine Kündigung kommt oder weiß ich nicht, ein Todesfall oder was auch immer. Also es passiert ja ständig was, wofür wir nichts können und wir müssen damit umgehen. Und dann ist, also für mich ist ja die Frage so, was macht man dann? So, wie gehe ich damit um? So, wie schaffe ich es, das irgendwie zu verarbeiten? Und das ist halt einmal so, klar, irgendwie dieses so, okay, was ist jetzt momentan gut? Was sind Dinge, die mir niemand nehmen kann, so, die fest sind? Und aber auch für mich ist halt so ein ganz zentrales Element vom Buch auch das Zeichnen. Also das taucht ja immer wieder als Motiv auf. Es fängt ja auch an mit, was Zeichnen für mich eine Bedeutung hat. Und klar, für mich ist das Zeichnen, aber jeder hat ja, glaube ich, auch so eine Tätigkeit im Leben, die einfach produktiv ist, die Freude macht, die einen beruhigt, die Ruhe bringt. Also das ist ja auch was unabhängig von äußeren Einflüssen geschieht. So. Mhm. Genau, das ist eigentlich, also das Thema für mich ist eigentlich ja was sehr Zentrales, was immer wieder kommen wird. Auf jeden Fall, klar. Ich denke auch gerade so diese Interaktion mit Menschen und wie man dann eben auch damit umgeht und wie auch andere mit den eigenen Gefühlen, die man plötzlich mit sich selbst erstmal ausmachen muss, wie damit umgehen. Sowohl im engsten Kreis, also hier mit eben deinem Lebensgefährten, deinem Freund, als auch vielleicht auch einfach generell Freunde. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, finde ich, dieses Zwischenmenschliche ist dir sehr gelungen. Und dieser Austausch und das darzustellen, also das Emotionale, ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ich glaube, du hast einfach eine Empathie, die es braucht, um diese ja, emotionalen Aspekte darzustellen. Ich hoffe, das kam so positiv an, wie es gemeint war. Nein, ich freue mich drüber. Ja, prima. Also, wenn ihr wollt, guckt euch auf jeden Fall mal beim Jaja Verlag den Comic Das Gute am Ende des Tages von der lieben Greta genauer an. Wie und wo ihr das tun könnt, dafür könnt ihr auf jeden Fall auch mal in die Shownotes gucken, die ich immer mit reinpacke. Da findet ihr entsprechend noch alle Links. Und so sieht das nämlich aus. Ich würde gerne noch so ein paar allgemeine Sachen mit dir abklären, mal so ganz dringend. Unter anderem hatten wir auch zu Beginn unseres Gesprächs schon mal kurz drüber gesprochen, dass du selbst schon mal gepodcastet hattest oder gepodcastet hast und so. Du bist also keine Neue im Medium. Du hast was gemacht, das nannte sich Nordfunk. Genau, danke. Diese Sauklaue, das kann keiner lesen. erzähl mal, was war denn das? Worum ging's und warum gibt's das nicht mehr? Also ich hatte, oh Gott, wann haben wir das angefangen? 2017 mit meiner super lieben, tollen Freundin Yolanda Obleser einen Podcast angefangen. So die Idee war so ein bisschen dahinter, weil wir uns beide irgendwie sehr schwer getan haben, so vor anderen zu sprechen. Und also es war so ein bisschen so eine Selbstüberwindungs-Challenge, aber natürlich auch, weil wir selber auch beide Comics machen. Also wir haben eben auch gesagt, das Konzept davon war so, dass wir einfach das fragen, was uns interessiert und wo wir weiterkommen wollen. So. Mhm. Und wir laden allen, auf wen wir Bock haben. So. Und genau, das haben wir dann 2 Jahre lang gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es am Schluss waren. Müsste ich nochmal nachgucken. Das war auch irgendwie gut für die Zeit. Also da haben wir beide eben noch studiert. Wir hatten unsere Arbeitsräume auch direkt nebeneinander. Und dann konnte man quasi immer, wenn man da zusammen irgendwas gemacht und geplant hat, immer so, kommst du mal kurz rüber. Und dann hat man das so zusammen gemacht. Oder wir waren eben auch gerne, so Yolanda hat dann Praktikum in Berlin gemacht, dann habe ich sie da besucht, dann haben wir geguckt, so okay, mit wem können wir da sprechen. Und dann irgendwie aufgenommen. Und es war eigentlich klar, dass, also als ich dann mein Examen gemacht habe, dass das so nicht weiterführbar ist, weil wir uns jetzt einfach seltener sehen. Und wenn wir uns sehen, dann haben wir irgendwie auch Lust, einfach schwimmen zu gehen oder Kuchen zu essen. Oder also das hat halt funktioniert, dadurch, dass man sich halt, weiß ich nicht, ein paar Mal die Woche da irgendwie da im Arbeitsraum miteinander abgehangen hat. Und jetzt ist halt einfach die Zeit wertvoller und weniger geworden. Deswegen
haben wir das dann aufgehört. Aber es hat mich total weitergebracht, hat auch viele Fragen für mich geklärt. War auch, also war eine gute Zeit so. Ich Podcast machen macht Spaß. Amen. Ist der Podcast denn noch online? Kann man den noch nachhören? Nee, wir wollen den jetzt nochmal auf CD also brennen. Nee, wir wollen den auf irgendeinen Blog hauen oder sowas. Aber ja, also das ist auch wieder so eine Sache auf meiner To-Do-Liste, die irgendwie nicht so weit vorne steht. Also, aber die sind echt ganz schön. Also ich fand auch so, also da waren auch echt so echt spannende Podcasts dabei. Auch so mit Colorama, den fand ich auch ganz toll. Mhm. Wo es auch um Riso ging. Und Birgit Weihe fand ich auch tatsächlich spannend, weil es da echt so eine Diskussion über so kulturelle Aneignung aufgebrochen ist, die mir super viele Antworten gegeben hat. So. Also es waren schon tolle Folgen dabei. Ja, klar, wäre es noch ein Grund, das irgendwie online zu stellen, damit wir da mal reinhören können. Ja, ich kann auch nicht. Wir gucken mal nach dem Gespräch, vielleicht kann ich helfen. Ja, super geil. Also ich bin sehr gespannt, freue mich immer über tolle Podcast-Empfehlungen und höre auch gern Dinge nach. Das Ganze ist ja auch wirklich einfach ein technisches Medium. Technik insbesondere ist jetzt der optimale Übergang, um mit dir vielleicht nochmal kurz über deine Arbeitsweise zu sprechen. Denn wie mir scheint, kannst du immer und überall zeichnen, denn du bist jemand, die auf einem Tablet unterwegs ist, wenn es ums Comiczeichnen geht. Ist das richtig? Und wenn ja, erzähl doch mal so ein bisschen technisch, auf was bist du da unterwegs, mit was arbeitest du? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe tatsächlich, ich komme sehr aus dem Analogen. Mhm. Also ich habe viele Jahre wirklich immer so Skizzenbuch dabei gehabt und ich habe mit Aquarell und mit Acryl und mit Kreide und großformatig und kleinformatig und auch super viel so vor Ort gezeichnet. Mhm. Deswegen, also das ist war oder so Polychromos. Oh, ich habe so eine Riesenpackung Polychromos einfach so weggezeichnet. Also ich habe wirklich richtig viele Skizzenbücher vollgehauen und das ist mir total wichtig. Ich bin jetzt einfach quasi mit dem Berufseinstieg, also mein Examen war quasi noch das letzte Projekt, was ich noch auf Papier gezeichnet habe und digital koloriert habe. Und dann einfach mit dem Berufseinstieg bin ich jetzt einfach aufs Tablet umgeswitcht. Das ist einfach so ein Tablet und ich habe da Procreate drauf, wie glaube ich alle Menschen, die das nutzen. Und dann gibt's halt so einen Stift. Und genau, einfach weil ich das Pensum, was ich gerade abarbeiten würde, das wäre analog nicht möglich. Und dann bin ich auch mal, also ich gleich habe meinen Atelierplatz, aber es passiert auch mal, dass ich dann so 3-4 Tage woanders bin. Und dann kann ich auch im Zug arbeiten, so ist egal. Mhm. Und das, also ich finde zwar diese analoge Optik schon toll, und also dieses Procreate-Ding ist natürlich schon auch was gerade sehr, sehr, sehr viele Leute machen, aber es ist zu praktisch, als dass ich es nicht, also es geht gerade nicht, dann bräuchte ich auch irgendwie einen Scanner und einen Drucker und Lichttisch und Farben, und das ist mir irgendwie zu umständlich so, deswegen, ja. Klar, ist voll wenig mobil und so, und ich will das Thema jetzt hier nicht länger ausschweifen, weil ich habe gefühlt ständig Leute im Programm, die alle natürlich irgendwie, weil es auch zeitgemäß und sinnvoll ist, aus den ganzen genannten Gründen, digital zeichnen, viel unterwegs sind. Also sehr interessant, das machen glaube ich viele. Ich denke, da ist eher auch nicht mehr die Ausnahme, digital unterwegs zu sein, sondern ich habe eher schon den Eindruck, so ganz klassisch analog unterwegs sein und eben dann ja, vielleicht aber dann zum Beispiel auch, keine Ahnung, Original-Artworks auf Messen verkaufen zu können. Das ist eher schon die Ausnahme, glaube ich, inzwischen. Das ist so mein Eindruck, wenn ich mir die Comic-Szene ein bisschen angucke. Es gibt noch viele. Also besonders, ich habe auch das Gefühl, dass so viele Leute aus, also zum Beispiel so Burg Giebichtstein, ich glaube, die werden auch sehr analog im Studium getrimmt. Mhm. Hamburg ist halt, die haben halt diese ganzen geilen Werkstätte, da gibt's ja auch viele, die dann, ich habe auch irgendwann mal so ein Etching-Comic irgendwie gesehen. Also es ist schon toll und es hat schon Reiz. Also, aber ich weiß nicht, bei mir ist es auch gar nicht so. Also meine Sachen funktionieren sehr über die Geschichten, die ich erzähle. Also diese ästhetische Wirkung ist bei meinen Arbeiten gar nicht so im Vordergrund. Deswegen bietet es sich für mich einfach nicht so an, obwohl ich mir halt voll gern so analoge Sachen angucke. Mhm.
Ja, weil das wäre ein bisschen so auch eine der Folgefragen daraus, nämlich. Ich hatte ja netterweise nicht nur deine Ausgabe hier vorliegen, also deine, ein Exemplar der Erstausgabe, sondern die Annette hat mir vorab auch digital den Comic zur Verfügung gestellt, in einer Vorabversion, der ist noch nicht ganz durchlektoriert gewesen nach ihren Angaben, aber auf jeden Fall habe ich einen Großteil des Comics eben digital auf meinem Tablet gelesen. Und das finde ich persönlich immer toll, ich lese persönlich sehr viel digital, frag mich aber, ob das so im Interesse der Schaffenden, also der Kunstschaffenden ist, ob du im speziellen Fall das eigentlich geil findest, wenn man deinen Comic auch digital konsumiert, oder ist dir das lieber, wenn man den als gedrucktes Buch in der Hand hält, weil das vielleicht auch ein anderes Erlebnis ist? Schwierige Frage. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das bei meinem Comic von anderen möchte, wenn ich die Frage jetzt von mir aus beantworten würde. Also es gibt so manche Comics, die ich unbedingt haben möchte und die ich dann auch so anderen Leuten so ganz stolz präsentiere und irgendwie so als haptisches Erlebnis irgendwie total feiere. Aber ich wünsche mir manchmal auch, dass ich einfach, dass ich mir manche Comics, also besonders wenn die dann eh nur irgend so ein, also wenn die dann eh nicht irgendwie besonders aufbereitet sind oder sowas, dann denke ich mir manchmal, würde ich es mir einfach gern einmal kurz durchlesen und möchte gar nicht das Buch an sich besitzen. So. Mhm. Also es kommt so ein bisschen auf das Comic drauf an und wie es aufbereitet ist. Also ich glaube, bei meinem Comic, das wird auch ein bisschen fancy, die zweite Auflage, und da könnte ich mir schon freuen, also könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich drüber freut, wenn man das auch so als haptisches Buch besitzt. So. Ja, interessant, na klar, wenn es in dem gedruckten Werk natürlich einfach einen Mehrwert gibt, wenn was verloren geht, wenn man es bloß digital liest, klar, da bin ich ganz bei dir. Das ist schon richtig. Und jetzt ist natürlich auch gerade das so ein Punkt, du hast ja selber gemeint, dass du auch einiges auf Instagram postest. Das sind dann auch, ich habe mir das jetzt noch gar nicht so genau angeguckt, auch einfach Auszüge aus deinen Comics generell oder extra dafür gemachte Sachen oder so, weil das ja immer ein guter Indikator dafür sein kann, ob die eigenen Werke eben digital funktionieren oder nicht. Also bei meinen größeren Comic-Projekten poste ich immer so Ausschnitte davor. Das lasse ich mir auch nicht verbieten, also das ist ja manchmal nicht so gern gesehen. Aber das ist für mich persönlich wahnsinnig wichtig, weil ich dadurch Reaktionen bekomme. Und das hilft mir einerseits halt das abzuarbeiten und durchzuziehen, wenn ich merke, so cool, das wird verstanden, was ich da mache. Und ich merke aber auch, wenn ich zum Beispiel Reaktionen auf was bekomme, wo dann was fehlinterpretiert wird, dann ändere ich das auch. Also das ist für mich diese Vorveröffentlichung, ist einfach so ein bisschen so ein Austesten, und dann habe ich auch nicht mehr so Angst vor dem fertigen Buch. Also irgendwie denke ich mir so, ja, die haben es ja schon angeguckt, haben ja schon den Teil angeguckt, so okay, das funktioniert. Zumindest der eine Teil läuft so. Und ich mache aber auch so extra Sachen für Instagram. Also wie gesagt, einmal so Ausschnitte, um Reaktionen auszutesten. Dann poste ich auch teilweise Skizzen, einfach um so zu zeigen, wie ich arbeite. Also man kann zum Beispiel auf Instagram auch meine ganzen Notizen angucken. Ich auch mal diese Wand abfotografiert, wo dann diese Notizen drauf hängen. Aber auch ganz, also manchmal mache ich auch so ganz kurze Comics. Das ist dann immer so ein kleines Bommelmännchen oder Figürchen, was einfach nur so ein Kreis mit Augen und Armen und Füßchen ist. Und das ist für mich so ein bisschen, zum Beispiel habe ich letztens so einen kleinen Mini-Comic gemacht, wo ich mich irgendwie so überfordert damit gefühlt hat, dass ich jetzt so selbstständige Künstlerin bin und manchmal das Gefühl habe, so Gott, was mache ich da überhaupt und versteht das eigentlich jemand und ich mache das total falsch. Und das war halt so ein Moment der Verzweiflung, dass ich dann in diese kleine, also wirklich so innerhalb von 20 Minuten so eine Mini-Swipe-Story draus gemacht habe, und dann habe ich das gepostet und super cooles Feedback irgendwie bekommen. Also es ist für mich halt so eine Kommunikation mit den Leuten, die mir folgen, weil ich viele von denen ja auch kenne. Und genau, also das macht halt auch Spaß, nicht so immer für sich selbst zu arbeiten, sondern das zu teilen. Na klar, mit der Community zusammen quasi, richtig.
Zwei Fragen noch zum Schluss. Das Ende unseres Gesprächs nähert sich nämlich langsam. Wie sieht's aus mit Live-Veranstaltungen? Wir haben dieses Jahr tatsächlich die ein oder andere Comic-Veranstaltung noch. Da fällt mir jetzt unter anderem der Comic-Park ein. Im Vorgespräch hattest du auch nochmal auf die Comic-Invasion in Berlin hingewiesen. Erzähl mal, kann man dich irgendwo antreffen, auch generell oder vielleicht dann mal nächstes Jahr bei in Erlangen oder so? Also ich habe auf jeden Fall voll Bock auf Erlangen, da freue ich mich jetzt schon drauf, da werde ich auf jeden Fall da sein. Genau, ich wollte auf die Comic Invasion, wenn das alles klappt, und sonst ja mal gucken. Also ich mache ja auch gelegentlich auch mal Lesungen und Workshops, also das steht dann auf meiner Internetseite www.team-greta.de. Also ich muss auch mal gucken, ob ich vielleicht nicht mal auch in Kassel mal hier so einen Buchladen frage, ob ich mit denen was zusammen machen möchte. Also mal gucken, was da so alles passiert jetzt mit dem Buch. Aber ich mache sowas eigentlich sehr gerne. Ja. Hey, Lesung ist so ein guter Punkt. Das bietet sich sowas von an für Live-Lesungen, dieses Buch. Es wäre schade, wenn du keine Lesereise machen würdest. Und sei es nur eine kleine. Ich habe ja bei meiner Ausstellungseröffnung eine digitale Lesung gemacht. Großes Abenteuer für das Künstlerhaus-Team. Hat denen schlaflose Nächte bereitet, diese digitale Veranstaltung zu organisieren. und da habe ich auch so einen Teil vorgelesen und da habe ich als Feedback bekommen, dass das ein bisschen zu kurz war, weil das war halt, glaube ich, irgendwie nur so 5 Minuten oder so. Und deswegen hatte ich überlegt, wäre eigentlich witzig, auch so eine epische Comic-Lesung. Besonders diese Stellen mit diesen Autokatastrophen, ich glaube, die würden sich gut zum Vorlesen eignen. Auf jeden Fall, wenn ihr mal ins Rhein-Main-Gebiet kommt, helfe ich gern. Cool. Sehr gut. Ja, prima. Dann zu guter Letzt noch völlig unvorbereitet die Frage nach Empfehlungen, nach popkulturellen Empfehlungen. Wie sieht das aus? Du arbeitest gerade viel, hast du gesagt, hast jede Menge Workshops zu tun, musst die ein oder andere ja eben Auftragssituation auch noch zu Ende bringen. Aber vielleicht gibt es dann wieder doch die Möglichkeit für dich mal irgendwas im Fernsehen zu gucken, Musik zu hören, ein Comic oder ein Buch zu lesen, dir auf Spotify oder sonst wo einen Podcast zu gönnen. Erzähl doch mal, hast du irgendeine popkulturelle Empfehlung für uns? Also ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch zu kaufen gibt. Also was ich mir letztes Jahr gekauft habe, was ich richtig toll fand und schon ganz oft verliehen habe, ist das Hear Me Out. Das ist so ein KünstlerInnen-Kollektiv aus Hamburg, glaube ich. Mhm. Und die haben so Kurzgeschichten gemacht, was ich total toll fand. Dann von Hanna Brinkmann gegen mein Gewissen. Das fand ich auch richtig toll. Das habe ich mir auch gleich bestellt. Und warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin ja großer Fan auch von so Zines kaufen, weil es in Deutschland auch so viele tolle Zines gibt. Zum Beispiel gibt es meine Freundin Jati Ho. Die macht immer wieder so kleine Zines, zum Beispiel, das habe ich mir auch gekauft, wie heißt du eigentlich? Das kann man, glaube ich, bei ihr auf ihrem Instagram-Account bestellen. Dann haben die zusammen so ein Gruppenzine gemacht, das heißt Feedback, wo die so auch so kurze Comics gesammelt haben. Genau, und was ich gerade so an, ich weiß nicht, ob es ein Podcast ist, aber kennst du diese von Arzi Comics? Von Arzi Comics? Nee. Genau, das macht der Dominik Wendland. Den kenne ich, ja. Genau, und der macht so kurze Interviews, zum Beispiel so mit Anna Haifisch und Nino Bulling. Und die erzählen dann, also es sind so Instagram-Clips, der Account heißt Arzi Comics auf Instagram. Und also Arzi mit A-R-T-Z-I und dann einfach Comics. Ja. Und das sind so kurze Clips, wo die KünstlerInnen quasi über ihre Arbeit sprechen. Und die sind so schön. Ich liebe es, die anzugucken. Ach cool, ja, da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Auch gerade, was ich vielleicht noch nachholen muss. Sehr spannend. Also es ist ein richtig tolles Projekt. Ich bin da echt, warte, ich hab mich so gefreut, als ich das entdeckt habe. Ja, weil es ist ja oft so, wenn man halt so bei so Pressesachen, die halt nicht so comic-spezifisch sind, die fragen dann halt immer so ein bisschen dieselben Fragen, so können Comics Kunst sein? Ja, klar. Und so, keine Ahnung. Und das hat ja auch eine Wichtigkeit, dass man das auch so einer größeren
Community irgendwie zeigt, was Comics sind. Ja. Aber ich finde es halt auch schön, so Sachen auch wie so Podcasts und diese Sachen, dass man da halt so ein bisschen spezifischer reingehen kann. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, weil das kannte ich wirklich noch gar nicht und ich dachte, ich kenne alles. Ja, geil. Liebe Greta, vielen, 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 vielen Dank für unser heutiges Gespräch, deine Zeit, die ganzen Antworten und vor allem auch für deine Empfehlungen. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Und ihr da draußen, wenn ihr die Gelegenheit habt, checkt wie gesagt mal die Shownotes, da könnt ihr gerne auch Kontakt zur Greta aufnehmen und ihr vielleicht das ein oder andere Buch abkaufen und unter Umständen könnt ihr sie dieses Jahr sogar noch live erleben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser niegelnagelneuen aktuellen Ausgabe des Telestammtischs. Und nachdem wir jetzt in dem ersten Teil bereits ein ausgiebiges Gespräch mit Greta von Richthofen geführt haben, habe ich nun erneut die Ehre, gleich ein doppeltes Gespräch zu führen. Zwei KünstlerInnen, die ganz aktuell etwas veröffentlichen bei einem Verlag, von dem ich noch nie vorher gehört hatte. Denn es ist der Fachverlag für Filmliteratur, die ich jetzt vorher nicht kannte, aber wir hatten vorab die Gelegenheit, hier Kontakt herzustellen, denn das ganze Ding, der ganze Verlag wird geleitet vom Reinhard Weber. Wie bin ich überhaupt auf die heutigen Gesprächspartnerinnen gekommen? Da an der Stelle mal liebe Grüße an den Tillmann Kurt, der auf seiner Internetseite eines der beiden Werke besprochen hat und dann kam eins zum anderen, wir haben E-Mails geschrieben und zack ist es passiert. Jetzt habe ich sie hier in meinen Fängen und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht, denn im Gegensatz zu sonstigen Gesprächen gab es hier nicht so richtig viel, was ich über die beiden vorab rausbekommen könnte und ich bin doch sehr gespannt, wo ja eben heute diese Reise hingeht, welches Gespräch wir führen werden und ich bin mir sicher, es wird total lustig und so. Und genau deshalb möchte ich hier zum einen jemanden begrüßen, die eben von Tillmann Kurt besprochen worden ist. Sie veröffentlicht aktuell ihr Werk Come Daybreak und ich finde es total toll, dass sie da ist. Hallo, Dorothea Erber. Hallo. Die zweite im Bunde kannte ich noch ebenfalls noch nicht und es wird, glaube ich, dringend Zeit, dass wir uns mal unterhalten über ihr aktuelles Werk Cheap Souls, ein Manga, der ebenfalls bei diesem Verlag erscheint. Hallihallo, hallöle, Juliane Wolf. Hi. Damit habt ihr jetzt alles gehört, was ich so aktuell zum jetzigen Zeitpunkt über euch weiß. Ich glaube, wir müssen einfach mal hier den Kaltstart wagen. Juliane, fangen wir doch mal kurz bei dir an, wenn du die Gelegenheit hättest, dich mal ganz kurz vorzustellen. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du, was würdest du da sagen? Ah ja, sehr nervös. Also ich komme aus Ringsburg, ich bin 19 Jahre alt und habe gerade Abitur fertig gemacht und ja, soweit über mich. Und du machst offensichtlich Manga, wie kam es denn dazu? Also Comics habe ich ja schon immer gemalt, Also gemalt hat man ja schon immer als Kindergarten und so. Comics ist dann eher dazu gekommen, wenn man den Drang verspürt hat, Geschichten zu erzählen. Und ich meine, das steigert sich dann halt irgendwann zu einer längeren Geschichte und dann versucht man das halt unter die Leute zu bringen. Mhm. Und investierst du da super jetzt sau viel Zeit jetzt, weil du sagst, du hast ja gerade die Schule auch hinter dir und so. Bist du dann jetzt auf dem Weg zur vollprofessionellen Illustratorin oder ist es einfach mehr so ein Hobby für dich, das du nebenbei betreibst? Also ich habe vor, es auch weiterhin zu machen, später vielleicht sogar mal beruflich teilweise. Mhm. Gerade möchte ich aber erst mal studieren und mich da eher umschauen. Soll das auch in diese künstlerische Richtung gehen? Also studieren plane ich Medieninformatik bzw. Informatik und es hat auch teilweise künstlerische Aspekte, aber generell erstmal technisch. Mhm. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter zeichnen und weiter veröffentlichen. Ja, super. Wir kommen, wie gesagt, später nochmal auf die ganzen Dinge zu sprechen, die jetzt insbesondere eben auch mit deinem Manga zu tun haben, mit deinem Comic, den ich ebenfalls vorab lesen konnte. Und dann haben wir noch eine zweite Dame hier in der Runde. Auch Dorothea, dich kenne ich jetzt irgendwie noch so gar nicht. Ich kenne nur dein Werk. Vielleicht magst du dich auch mal kurz selbst vorstellen. Ja, hi. bin die Dorothea oder Doro eben. Ich bin noch 22 Jahre alt, aber das ändert sich in den nächsten 2 Wochen. Genau, ich bin gelernte Mediengestalterin und im September fange ich dann mein Studium an zu Game Art und 3D-Animation. Genau, und halt nebenbei, würde ich jetzt mal sagen, Hobby-Illustratorin oder sowas. Genau. Das heißt, du zeichnest auch schon immer irgendwie irgendwas nebenher? Ja, so ziemlich. Also ich finde das immer schwierig zu sagen, wann man jetzt direkt angefangen hat, weil ja jeder irgendwie zeichnet. Aber ich würde mal so sagen, so richtig
dass ich mir da Mühe gegeben habe oder das ernster genommen habe, das Ganze, würde ich so sagen, ab 13 oder so. Mhm. Und dann versucht man es halt immer besser zu werden. Und mittlerweile denke ich mal auch, dass ich so gut bin, dass man das Zeug auch also unter die Leute bringen kann und dafür dann auch Geld verlangen darf. Auf jeden Fall. Und nachdem ich jetzt Come Daybreak gelesen habe, frage ich mich ja, ob es noch mehr gibt. Du sagst, du bist bereits seit dem 13. Lebensjahr dabei. Gibt es noch weitere Werke von dir? Ja, wie gesagt, also dass ich da irgendwie was jetzt so veröffentliche, dass ich dann auch sage, dass das Leute kaufen können oder sowas, das ist jetzt noch nicht so lange her, also eigentlich erst seit dem Jahr, seit, oh Gott, Februar, glaube ich, habe ich mich eintragen lassen als freischaffende Künstlerin. Mhm. Davor, das ist halt alles nur irgendwie über Social Media oder sowas oder halt dann für mich privat jetzt gewesen. Genau, Social Media eigentlich eher erst so ab 2017, glaube ich, war das. Ah, okay. Also, ich meine, wie sieht's eigentlich aus? Woher kennt ihr beide euch eigentlich? Gibt's so eine ganz persönliche Geschichte? Habt ihr euch vielleicht selbst erst über den Verlag kennengelernt? Juli, kannst du uns mal erzählen, woher kennt ihr euch? Also ja, über den Verlag haben wir uns kennengelernt. Ich fand es ziemlich cool, dass es dann auch jemand anderen gab, der gerade an demselben Punkt war, dass die Person halt gerade versucht, einen Comic rauszubringen. Hm. Und wir wurden uns dann vorgestellt durch eben Herr Weber. Und ja, und wir haben uns ziemlich gut verstanden dann, nicht wahr? Es gibt doch irgend so ein Interview, das man nur gegen Bezahlung irgendwie lesen kann. Also ihr habt euch auch schon mal gemeinsam getroffen, wie es aussieht, ne? Oh ja, natürlich. Ja, wir haben teilweise, Dorothea hat mir teilweise Unterstützung gegeben mit den letzten Seiten bei meinem Comic, als der Zeitdruck ein bisschen knapp war, hat sie das formatiert für mich. Das war schon sehr, sehr lieb. Das ist aber jetzt die Ausnahme oder trefft ihr euch regelmäßig? Also ich will einfach nur darauf hinaus, ob es irgendwie so eine Art persönliche Verbindung gibt, die über das Professionelle hinausgeht. Also wir schreiben öfter, aber wir treffen uns nicht regelmäßig, nee. Noch nicht. Ja, kann sich ja ändern. Hat sie jetzt alles erzählt oder fehlen noch ein paar Details dieser Geschichte, Doro? Nee, im Grunde war es das eigentlich. Ja, dann lass doch gleich mal auch zum Aufhänger unseres Gesprächs kommen, denn wie gesagt, ich kannte diesen Fachverlag noch gar nicht und wenn ich jetzt höre, Fachverlag für Filmliteratur, dann ist es auch nicht unbedingt der erste Verlag, den ich mit Comics in Verbindung bringen würde. Erzähl doch mal bitte mal, gerne auch getrennt voneinander, gerne fangen wir auch mit dir an, Doro. Wie kam es denn da zur Zusammenarbeit? Wer hat wem was gepitcht? Wie hast du den Reinhard kennengelernt? Okay, also, es gibt ja doch dieses Event, Jugend gestaltet Freizeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns im Landkreis so ist. Ich glaube, es gibt es nur in irgendwelchen anderen Städten, gibt es das auch noch. Und da habe ich halt seit ein paar Jahren dann immer mitgemacht, weil das halt Spaß gemacht hat, dann seine Sachen auch mal auszustellen, weil normalerweise kommst du ja nicht dazu. Hm. Und das war dann 2019, glaube ich. Und das ist immer im Frühjahr, ist immer diese Ausstellung gewesen, da habe ich halt ein Kunstwerk ausgestellt und da Reinhard war halt gerade auf der Suche nach Illustratoren für ihr Kinderbuch und schaut halt dann natürlich so, das ist halt natürlich eine gute Anlaufstelle, dass man da halt mal schaut, was da gerade für lokale Talente unterwegs sind, also so halt junge Leute vor allem auch. Mhm. Genau, und dann war er halt da bei dieser Ausstellung und dann ist ihm halt dann das Stück, das ich halt da ausgestellt habe, diese so Illustration war das so relativ große, ist ihm halt da aufgefallen und hat halt gemeint, dass das halt schon passen würde für dieses Kinderbuch und hat dann eben die Veranstalter oder von der Location hat er halt dann gefragt, ob die mir dann seine E-Mail-Adresse durchgeben können und dass wir halt da irgendwie drüber schreiben können und halt, dass er Interesse an mir als Illustratorin hätte für ein Kinderbuch und ob ich da auch Interesse dran hätte. Und dann fand ich das eigentlich ziemlich cool, die Idee. Ja. Weil, ne, habe ich ja immer schon gerne gemacht, so illustrieren. Und habe ihm dann halt geschrieben. Und genau, so ist das dann halt entstanden, der Kontakt. Das heißt, dieses Kinderbuch ist aber nicht der Comic, von dem wir jetzt gerade reden. Das ist ein anderes Ding, ne? Genau, aber ich glaube, da kann Juliane auch noch ein Lied von singen. Ja. Wurdest du etwa für dasselbe Kinderbuch angeschrieben? Soweit ich weiß, ja, das war dasselbe. Also ich habe damals Kontakt durch meinen Kunstlehrer bekommen
Der hat mir die E-Mail-Adresse weitergegeben und ich habe die angeschrieben. Und zuerst sollte ich ein Kinderbuch illustrieren, wozu es nie gekommen ist. Da wurde sehr viel hin und her geredet. Ich habe sehr viele Skizzen schon gemacht, aber es kam nie wirklich zur richtigen Zusammenarbeit. Und dann, naja, hat sich das so im Sand verlaufen und wir wurden gefragt, ob wir nicht unsere eigenen Projekte vielleicht präsentieren wollen. Und ja, das habe ich dann gemacht und du bitte ja auch. Also gibt es jetzt dieses Kinderbuch überhaupt oder war das nur so ein Fake-Projekt? Also das wurde nie, also es gibt es nicht, es wurde nie irgendwie veröffentlicht. Es gibt Skizzen, Ideen, sehr viel Text davon, aber es wurde nie gedruckt. Also meinem Wissen nach war das halt irgendwie ein Problem da mit der Autorin, dass die halt irgendwie immer Probleme hatte mit den, also nicht Probleme mit den Illustratoren, aber halt, dass ihr dann auf einmal wieder irgendwas nicht gepasst hat und dann okay, verstehe. Ist halt mir genau das im Sande verlaufen irgendwie. Ich habe schon gedacht, das wäre so eine Geschichte wie mit den ganzen Headhuntern auf Xing und LinkedIn, so die einen anschreiben von wegen hier wollen und die Stelle ist passt perfekt und dann gibt es die Stelle gar nicht. Nee, nicht ganz so. Ja, cool. Und wie sah es dann aus? Okay, ihr habt dann den Kontakt gehabt, ihr habt dann jeweils euer Projekt gepitcht oder habt ihr das zusammen in Zusammenarbeit mit Reinhard irgendwie erstmal erstellt oder so? Erzählt mal ein bisschen vom quasi Erschaffensprozess. Doro, vielleicht fängst du mal an. Also ich habe davor noch keine Idee gehabt zu irgendeiner Geschichte und dann war das halt eben aus der Zusammenarbeit heraus, der Reinhard eben gemeint, ich soll mal überlegen, ob ich da irgendwelche Ideen hätte für Geschichten. Dann habe ich mir halt was ausgedacht, sagen wir so, etwas zusammengeschrieben, ein bisschen ausgearbeitet und ihm das halt geschickt und das fand er dann gut und dann haben wir das halt so umgesetzt, genau. Vielleicht kurz mal zur Handlung. Ich konnte ja vorab, wie gesagt, das Buch lesen und es ist, weiß ich gar nicht, ob schon der Begriff Endzeit überhaupt angemessen wäre, aber in einer Welt, in der es plötzlich dunkel wird, gibt es eine junge Protagonistin, die scheinbar eine der letzten, wenn nicht gar die letzte Person auf diesem Planeten, auf dem das Ganze spielt, ist. Sie begibt sich auf eine Reise, lernt einen Hund kennen, hat auch Angst vor Hunden, vor denen sie wiederum wegläuft und muss einen. Ah, ich glaube, viel mehr spoiler ich nicht. Denn wir sind ja auch letztlich bei ziemlich genau 72 Seiten. Ein Hardcover für 16 Euro ganz aktuell beim Filmliteraturfachverlag zu bekommen. Filmliteratur.com will ich an der Stelle nur noch mal kurz erwähnt haben. Und dann ist das komplett so deine eigene Idee gewesen, ja, die du quasi gepitcht hast, an der du gearbeitet hast. Oder war das dann schon so, dass der Reinhard meinte, okay, hier, ich hätte jetzt aber schon gern was, was möglichst auch filmisch aussieht, was irgendwie als Storyboard benutzt werden könnte für, aber keine Ahnung was, ein Kurzfilm oder so. Gab es da irgendwie so eine Inspiration auch von seiner Seite aus? Nee, also die Geschichte ist schon so von mir, also jetzt keine Zusammenarbeit. Also ich habe ihm natürlich immer das was geschickt und dann hat er gemeint, das glaubt er jetzt nicht, dass das so gut funktioniert oder so. Mhm. Und dann habe ich halt nochmal dran gearbeitet. Also halt nur, ich habe halt nur Kritik bekommen, sagen wir es so, aber nicht, dass das jetzt irgendwie tatsächliche aktive Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aktive Zusammenarbeit. Ist schon dein Baby, ne? Ja, doch. Cool, auch hier werden wir auf jeden Fall nochmal in die Details gehen, weil auch wenn der Tillmann-Kurt nicht interpretieren wollte, ich sehe hier ganz viele Dinge, an denen wir ruminterpretieren müssen. Und wen könnte ich da besser fragen als dich selbst? Juli, also, wie war das bei dir? Also ähnlich, vergleichbar, ganz anders? Hattest du schon ein fertiges Projekt oder wie war das? Sehr ähnlich eigentlich. Ich hatte auch einige Ideen, die ich gepitcht habe. Und davon wurde dann, eine wurde als zu gruselig, also zu horrormäßig abgestempelt, also vertan. Und dann sind wir letztendlich auf einer Geschichte gelandet, die er gut fand. Die habe ich dann ordentlich ausgeschrieben, ausgearbeitet. Und der, ja, praktisch der absolute erste Akt davon ist dann Cheap Souls geworden. Also das habe ich dann, genau, also halt dran gezeichnet, und dann hatte ich Deadlines, wo immer wieder überprüft wurde, passt es so von dem Layout, von der Charakterzeichnung her und so. Und da kam dann teilweise Kritik rein, die man dann beherzigt hat oder verhandelt hat, je nachdem. Und ja. Ja,
Dein Buch ist ja letztlich eine Fortsetzungsgeschichte im Gegensatz zu Come Daybreak. Ist das was, wo einfach noch weitere Episoden folgen könnten? Ist das der Fall? Wird da was kommen? Bist du schon am Arbeiten oder wartest du erstmal ab, wie sich es mit dem ersten Buch verkauft? Also was ich im Kopf hatte, als ich das gemacht habe, war, dass es eigentlich eine in sich geschlossene Geschichte sein sollte. Das heißt, alle Setups, die aufgebaut werden, sollten auch abgeschlossen werden. Es hat aber immer noch, also ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, also wahrscheinlich schon, dass man weiterspinnen kann, die Geschichte, dass es wie eine Origin-Story eigentlich wirkt. Mhm. Und das, also ich wollte mir auf jeden Fall die Freiheit lassen, dass ich da zurückkehre, wenn die Muße kommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte wirklich den Eindruck, als wäre das jetzt der erste Teil. Als geht es jetzt quasi erst los. Also müssten wir jetzt erstmal rausbekommen, was mit den Protagonisten alles so passiert, wo am Ende des Buchs halt quasi so eine Art Überraschung einher geht. Das ist eine Geschichte vielleicht für die Zuhörenden da draußen, die tatsächlich etwas, also auch wieder könnte von der Endzeitwelt reden, sehr urban alles. Die Menschheit ist, also es gibt quasi nur noch Leute, die überall Dinge klauen und so. Und unser Protagonist trifft auf einen Räuber, der irgendwie sein Motorrad, glaube ich, kaputt macht, war es. Und das geht dann noch sehr viel weiter, wird teilweise auch sehr brutal und blutig und ist doch, finde ich, auch sehr actionlastig, was mich persönlich recht angesprochen hat. Und ich bin ganz positiv auch überrascht mal an der Stelle, wenn man mal, dass da quasi ein Geschlechterklischee aufgebrochen worden ist. Denn das Ganze ist ja, könnte man sagen, soweit ich mich auskenne, und das ist nur marginal, ein sogenannter Shonen-Manga. Also ein Manga, der tendenziell eher so die Männer anspricht und häufig auch von Männern produziert wird. Wenn man sich mal anguckt, was in der deutschen Szene so quasi an Mangas veröffentlicht wird, sind es häufig, ja, auch, muss man einfach so direkt sagen, wenn es gerade keine Boys-Love-Geschichte ist, sondern einfach nur ein, ich kenne den Fachbegriff gar nicht, Manga von Frauen, ist ja häufig auch für Frauen und genau das haben wir hier eben nicht. Wie kamst du dazu? Bist du Shonen-Fan? Ja, ich lese praktisch nur Shonen. Also teilweise auch Yaoi, aber meistens Shonen. Ja. Einfach, ich schaue auch sehr viele Action-Movies, generell Hollywood, keine Ahnung, es ist halt, ich finde eine gute Kampfszene ist einfach, da kannst du so viel mitmachen, das ist so, keine Ahnung, es gibt so tausende verschiedene, ich meine, okay, das ist bestimmt auch in Romantik so, dass es so viele verschiedene Dynamiken gibt und Plot-Szenarios, wie man Konflikt lösen kann in Romanze, aber in Kämpfen ist es halt das Next Level von, Reden hilft nicht mehr, deswegen gehst du zu physikalischer Gewalt über. Das ja, also, ja. Keine Ahnung, das ist einfach sehr fesselnd für mich. Und das ist auch, das trifft übrigens für eure beiden Comics zu, sehr filmisch erzählt. Also wenn ich jetzt gerade mal zum Beispiel auch hier durchscrolle durch Cheap Souls, das ist halt, da ist teilweise einfach auch kein Text. Das wäre wie eine Kamerafahrt, die den Protagonisten beispielsweise begleitet. Und da passiert irgendwas. Vieles ist auch absolut verständlich, ohne dass man es nochmal mit einer dicken Textbubble irgendwie erklärt oder eben verdeutlicht. Das hat mir doch ganz gut gefallen. Man ist natürlich auch relativ schnell durch, dann auch durch diesen Comic, der mit insgesamt 80 Seiten ebenfalls im Hardcover erscheint, was total ungewöhnlich ist für einen Manga. Und 16 € kostet. Hast du da so irgendwie auch so diese Absicht verfolgt, das Ganze auch so ein bisschen filmisch zu inszenieren? Oder ist es einfach deine Art und Weise der Präsentation, die so ganz natürlich aus dir rauskommt? Ich habe zu der Zeit Filme gedreht, teilweise mit Freunden. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen beeinflusst. Also so Kurzfilme natürlich nichts von der Schule her, also nichts Cinematisches oder so. Aber wir haben auch versucht, sehr viel mit Bildern zu arbeiten. Was mich sehr beeinflusst hat, glaube ich. Mhm. Was war so aus dem Shonen-Manga-Bereich, vielleicht auch aus dem Filmbereich, vielleicht kannst du mal Referenzen nennen für diejenigen da draußen, die jetzt noch keine Vorstellung haben, was sie da erwartet. Kannst du da irgendwie, sage ich mal, so Inspirationsquellen nennen? Oh ja, also eine große Inspirationsquelle war My Hero Academia von Horikoshi Kohai. Mhm. Es ist ein Shonen-Manga, der sehr bekannt ist. One Piece war von dem hat teilweise wirklich großartige Erzähltechniken. Also empfehle ich auch jedem. Es ist sehr viel zu lesen, aber ich empfehle es weiter. Was ist jetzt noch? Oh ja, einer meiner Lieblinge war natürlich Death Note.
auch ein Shonen-Manga. Promised Neverland ist auch ziemlich großartig mit den Perspektiven und den weiten Linsen. Und teilweise auch Assassination Classroom halt. Also generell ziemlich viele Shonen, die man gelesen hat da, zu der Zeit halt. Ja, auch gerade die großen Vertreter, die kenne ich jetzt teilweise sogar auch. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich die ganz großen sind. Und aus filmischer Sicht, gibt es da Inspiration? Ich bin Jackie Chan-Fan ein bisschen. Mhm. Pulp Fiction bin ich auch ziemlicher Fan, aber ich weiß nicht, ob da wirklich die Inspiration rübergekommen ist. Also, aber generell von den Schnitttechniken, den Kamerafahrten. Ja, ich glaube schon ein bisschen. Im Manga werden ja verschiedene Charaktere vorgestellt, verschiedene auch Beziehungen, Interaktionen zwischen den Charakteren werden angedeutet. Gibt es da in deinem Kopf schon ganz viel Hintergrund, Background und ich sag mal Lore dazu? Oder wäre das jetzt eher alles noch so in Entstehung? Oh, also natürlich, während man eine Geschichte schreibt, es geht ja natürlich das Gehirn wild mit Ideen. Ich habe teilweise sehr viel Geschichte dazu aufgeschrieben, die es nie in den Comic geschafft hat. Einfach weil die Zeit, also weil man sich halt beschränken muss, was man zeigt und was nicht und was auch den Leser interessieren könnte und was nicht. Oder was wichtig für die Geschichte ist. Und deswegen ist es halt. Also es gibt Hintergründe, die nie in den Comic erschienen sind. Also ja, falls das die Frage war. Da ist quasi noch viel mehr Welt zu entdecken da. Oh, ja, schon. Ganz interessant auch die Entscheidung von dir mit den Farben und der Colo. Also genau genommen ist alles schwarz-weiß, bis auf die Farbe Rot, die vor allem Blut darstellt, soweit ich das hier sehen kann. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Ich glaube, es war stilistisch. Und auch von der Zeit, wenn man halt zum Beispiel, ich komme nicht so gut mit Farben klar, also mit Farbtheorie, Farbpaletten. Das ist sehr zeitaufwendig für mich und vor allem, weil ich das halt sehr viel nachts gemalt habe und halt während der Schule auch, ist es halt dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das schwarz-weiß, aber damit es immer noch einen Knaller hat, mache ich halt Rot noch rein. Also, und das würde dann halt auch zur Symbolfarbe dann. Ja, auf jeden Fall, das fällt immer auf, ne? Also es ist auch nicht so Neonrot, sage ich mal, wenn es sowas gäbe, sondern mehr so ein halt, es ist halt eine Farbe überhaupt, das fällt, sticht natürlich hervor und sorgt einfach auch dafür, dass man so Highlights setzen kann in diesem Panel. Ja. Jo, sehr gut. Und es ist, wie gesagt, ein Manga, der ist ziemlich straightforward. Wer Bock hat auf Action, wer Bock hat, einfach da eine Geschichte zu erfahren, die auch hier und da eine Überraschung bereithält, der ist, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Und wenn es die Gelegenheit gibt, dich vielleicht nochmal irgendwo persönlich zu treffen, dann auf jeden Fall mal einen Blick auf dich bzw. auf deine Arbeit werfen und auch mal in den Manga. Da von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Liebe Doro, dann lass doch nochmal auch zu Come Daybreak zu sprechen kommen. Der Tilman Kurt hatte, ich habe ihn den Namen jetzt, glaube ich, das vierte Mal genannt, auf jeden Fall auch besprochen und ich war auch echt angetan, ist auch ein ganz besonderes Artwork mit einer ganz besonderen Stilistik, die da am Start ist. Unter anderem wegen der dominierenden Farbe Blau mit hin und wieder auch einfach roten Aspekten. Erzähl doch mal, wie kam es denn da zum Artwork, zur Entstehung? Wie kam es zu dieser Stilistik? Ja, also im Endeffekt war es auch größtenteils ein Zeitding. Also ich habe es mal am Anfang probiert mit vollfarbig alles. Aber ich bin ziemlich langsam, würde ich jetzt mal sagen, und auch teilweise perfektionistisch. Und dann dauert das natürlich lange und ewig eigentlich. Und ich habe mir halt dann natürlich auch viele Sachen angeschaut, also so, wie man Comics jetzt gestalten kann, ohne dass man jetzt sagt, ich mache jetzt nur Linework, also nur schwarz-weiß direkt, also nicht mit Grauabstufungen oder sowas. Und dann habe ich halt da so, ja, Farbwelten so gesehen und mir halt angeschaut und da das ja eh alles nachts spielt, war halt das Blau dann doch ziemlich offensichtlich oder einleuchtend, dass man das halt hernimmt. Das beantwortet auch ein bisschen die Frage der Reihenfolge. Also, wie gesagt, die Handlung spielt in einer Welt ohne Licht, ohne zumindest Tageslicht. Und offensichtlich stand zunächst das Konzept für die eigentliche Handlung und danach hast du dir überlegt, wie du das auch optisch als Artwork umsetzt, richtig? Genau. Okay. Und das ist natürlich was, das lädt meines Erachtens absolut zum Interpretieren ein.
Also man könnte entweder hier ganz klassisch an den Punkten, die man sieht und das alles für gegeben hinnimmt, orientieren und da dann anfangen, keine Ahnung, einfach von einem apokalyptischen Szenario zu sprechen. Oder aber, und das war so das Erste, was mir einfiel, man könnte das auch als eine Art Sinnbild für die Darstellung von Depressionen sehen. Es lässt sich hier komplett auch interpretieren als eine junge Frau, die eine Form von Depression hat, und du benutzt dafür verschiedene Bilder, Settings und Szenen, um diese Depressionen ja ein bisschen natürlich abstrakt darzustellen. Das war so mein Einsatz und gibt dem Ganzen eine andere Ebene, als das erstmal so zu sehen ist, wenn man das jetzt einfach nur so für gegeben hinnimmt und wegliest. Bin ich da ungefähr auf dem richtigen Pfad? Also ich möchte eigentlich gar nicht so wirklich was dazu sagen, ja, weil die eigene Interpretation ist ja dann immer ja was Eigenes. Also bin ein Fan davon, dass der Künstler dann nicht sagt, was er sich so dabei gedacht hat. Oder sagen wir mal vorgibt, was er sich gedacht hat. So. Also, aber es ist schon dein Wunsch, dass die Lesenden das auch interpretieren? Oder ja, eher nicht so? Okay. Doch. Also es ist jetzt keine... Also meine Intention war jetzt nicht, dass ich sage, so ist das und so soll das sein und jeder, der irgendwie das anders interpretiert, liegt falsch, sondern ich lasse das gerne einfach ein bisschen offen, dass man da, dass jeder das, was er dann sieht, da rein interpretieren kann. Und das ist dann auch richtig so für, also, ja. Ja, könntest du denn da vorstellen, dass es zu der Story nochmal irgendeine Fortführung geben könnte? Also, es wäre möglich, daran anzuschließen, aber ich bin auch immer ein Fan davon, auch bei so Serien oder sowas, wenn die erste Staffel gut ist, dann sollte man es vielleicht dabei lassen. Weil es dann meistens eine Fortsetzung, also wenn die erste Installation, sagen wir es mal so, auch als abgeschlossen funktioniert, und gut funktioniert, dann warum soll man dann noch zwingen, da einen zweiten Teil zu machen, der dann höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz so gut wird? Ja, also ne, faster, harder, scooter, also höher, schneller, weiter geht immer. Genau. Man kann, more of the same wäre immer machbar. Aber du hast schon recht, es ist natürlich als abgeschlossenes Werk, funktioniert es so in der Form auch. Und ist auch wirklich ein beeindruckendes Debüt, das du hier abgeliefert hast. Also so ein bisschen seid ihr ja für mich ja beide und ich krieg auch nicht unbedingt alles mit, so ein bisschen aus dem Nichts quasi gekommen. Und dafür bin ich doch sehr angetan für das, von dem, was ich hier lesen durfte. Wie sieht's denn aus? Kann man euch mal, wenn irgendwann das mit Corona alles ein bisschen anders aussieht und wir im nächsten Jahr vielleicht auch Erlangen erleben dürfen, also den Comic-Salon, den internationalen, euch irgendwo live vor Ort antreffen? Also ich glaube, dass Erlangen, also ich will jetzt nicht sagen geplant war, aber es steht zumindest auf der Liste an Sachen, wo wir eventuell dann hinkommen, fahren. Genau. Also Erlangen war da mit dabei. Frankfurter Buchmesse weiß ich jetzt nicht genau. Und ich glaube, Münchner Bücherschau oder sowas war auch noch angedacht. Und ich glaube, in Wien, glaube ich, war auch noch mal diese Comic-Con eventuell. Ah, verstehe. Also es gibt also eine verlagsinterne Terminliste mit potenziellen Möglichkeiten, euch mal anzutreffen. Genau, ja. Sehr interessant. Das sehen wir uns. Wunderbar. Ja, und jetzt ist ja gerade, wie gesagt, Corona, und wer also euch kennenlernen möchte, der kann das vielleicht übers Netz tun, aber vielleicht auch nicht, denn, wie ich bereits erwähnt hatte, ich finde euch gar nicht so richtig im Internet. Liebe Juli, wie sieht denn das bei dir aus? Woran liegt es eigentlich? Warum kann ich noch nichts von deinem Artwork im Netz finden? Bist du etwa gar nicht so Social Media affin? Es liegt wohl wahrscheinlich daran, dass ich Social Media habe, aber meistens nur Fanart also Fanart zeichne. Und ein Großteil von meinen Followern amerikanisch, kanadisch und so ist. Das heißt, weil das Werk ja auf Deutsch erschienen ist, kann ich auch nicht wirklich damit werben, weil die meisten werden wahrscheinlich nur ein bisschen frustriert, dass sie halt nicht Deutsch sprechen. Verstehe. Ist da was geplant, auch wie eine Website oder ähnliches? Tatsächlich schon. Also ich habe mir mal überlegt, ob ich sowas mache, also beziehungsweise einfach einen offiziellen sozusagen Social-Media-Account mal erstelle für meine Arbeit in Deutschland, also für Deutschland. Muss ich mal nachschauen. Ja, Doro, wie sieht das bei dir aus? Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass Facebook jetzt auch nicht unbedingt unsere Plattform ist, aber dich kann man auf Instagram finden, richtig? Genau. Ja, Doro. Und wie läuft das Insta-Game so für dich? Ja.
Ich bin auf Instagram. Das war's dann, glaube ich, schon. Nein, ich habe jetzt irgendwie von einer, also sagen wir so, ja, ich poste halt auch größtenteils eigentlich Fanart, was ja dann sonstige Leute eigentlich wahrscheinlich nicht interessiert, die jetzt da nicht im selben Fandom sind. Und ich habe mal versucht, meine Social Media Accounts zu trennen, dass ich halt auf Instagram tatsächlich so Sachen für die, ich sag's jetzt mal so, Allgemeinheit poste, also so originelle Sachen, also kein Fanart. Aber weil ich eben ein bisschen langsamer bin und dann auch nicht so regelmäßig poste, hat das jetzt natürlich auch nicht so wirklich viel Reichweite gebracht. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, dass mir das jetzt egal ist und dass ich jetzt auch einfach Fanart auf Instagram poste. Das heißt, ich weiß nicht, wenn man sich für Herr der Ringe und weitere Werke von Tolkien interessiert, dann kann man da gerne vorbeischauen. Ansonsten ist es wahrscheinlich eher uninteressant. Ja, aber das sieht ja sehr faszinierend aus. Du schreibst hier selbst Obsessed with Silmarillion. Genau. Das heißt, es ist so genau dein Ding eigentlich, oder? Ja, genau. Dann freust du dich doch bestimmt auch wie irre auf die kommende Serie, oder? Nicht? Wieso? Ja, ich glaube, das ist das, wenn man das selber gelesen hat, also dann die Geschichte schon, also die Geschichten schon kennt, die jetzt da kommen. Und dann liest, was die so vorhaben. Und dann haben sie, ich glaube, die haben doch irgendwas geschrieben mit, ja, dass das in der Art von Game of Thrones oder irgendwie sowas wird. Und dann habe ich halt gleich schon vom inneren Auge, ah ja, okay, Sexszenen. Und zwar endlos viele. Und das passiert halt, also das kommt halt in den Büchern gar nicht vor. Und das passt auch gar nicht zu dem Stil und zu Tolkien. Und deswegen bin ich da auch etwas, ja, ängstlich. Du hast Angst, dass es dir zu explizit wird. Nee, also das jetzt so an sich wäre es jetzt nicht das Problem, aber für die Bücher oder für Tolkiens Werke ist das halt einfach nicht das Richtige. Und da habe ich halt Angst, dass sie es dann verkacken, oder sagen wir so. Oder weil ich die Bücher ja eben schon gelesen habe und mir halt meine eigene Vorstellung von den Charakteren und so weiter aufgebaut habe, dann ist das immer schwierig, wenn dann jemand kommt. Verstehe. Und dann da kommt eine Serie raus und dann kommt ein Schwall an neuen Fans, die dann das als Canon ansehen, obwohl es eigentlich nicht Canon ist, oder halt alle anderen, die halt davor schon da waren, andere Interpretationen haben, und dann wird halt alles überflutet mit diesen neuen Sachen, was halt dann als Canon angesehen wird, und das, ja, weiß nicht, ist ein bisschen iffy. Könntest du dir denn vorstellen, selbst mal in der Richtung was zu schreiben? Es müssen ja nicht über etablierte Charaktere sein, aber es könnte eine ähnliche Welt sein oder eine Story in der Welt mit anderen Charakteren. Könntest du dir sowas vorstellen? Also eine Geschichte in der Welt mit anderen Charakteren wäre ja im Endeffekt Fanfiction. Ja. Weiß ich nicht, das habe ich schon mal überlegt, aber ich glaube, das kann ich irgendwie nicht so gut. Wenn, dann würde ich eher Geschichten erzählen, die halt so ähnlich sind oder halt in einer ähnlichen Welt spielen, also halt auch so Fantasy. Da hatte ich schon mal Ansätze und auch so paar Charaktere skizziert, aber so jetzt konkretere Ideen oder Ansätze für irgendwelche Geschichten hatte ich jetzt noch nicht. Vielleicht ist das der Moment, wo diese Idee ein bisschen verfestigt wird, denn wir wissen alle, dass 50 Shades of Grey ursprünglich mal als Fanfiction zu diesen Vampirfilmen irgendwie entstanden ist. Und die sind beide nicht schlecht erfolgreich gewesen, weißt du? Ja, ja. Na gut. Vielleicht, ne? Dann. Vielleicht. Ja, Juli, wie sieht das bei dir aus? Gibt es auch irgendeine Welt, in die du gerne mal abtauchen würdest, da vielleicht was schreiben oder eben auch zeichnen wollen würdest? Tatsächlich schreibe ich gerade sowas wie eine Fanfiction für Shonen-Manga, weil ich da so viel Spaß habe mit den, also ich weiß nicht, die Welt von My Hero Academia ist halt ziemlich, ich würde es nicht sagen divers, aber mit den verschiedenen Kräften und Superpowers, die sie da haben. Die Kämpfe machen so viel Spaß zu schreiben. Ich habe richtig viel Spaß mit den verschiedenen Fähigkeiten und wie sie kombiniert wirken in Showdowns und so. Ja. Ich glaube, da habt ihr euch auf jeden Fall die richtigen Welten, die richtige Fanbase, das richtige Fandom ausgesucht, damit das auf jeden Fall in irgendeiner Form funktionieren kann.
Sehr schön. Ja, dann habe ich am Ende eigentlich immer nur noch zwei große Standardfragen, die ich immer stelle, weil mir das sehr wichtig ist, über diese Themen zu sprechen. Zum einen die Frage digitale Comics. Ich habe jetzt eure beiden Werke jeweils digital lesen können als PDF-Datei und war davon sehr angetan. Bin mir aber durchaus im Klaren, dass natürlich so ein Hardcover, das es bei euch im Verlag ja anscheinend gibt, natürlich vielleicht nochmal anders wirken könnte. Wie sieht das aus? Zum einen die Frage für euch als Schaffende, als kreativ Schaffende. Ist es für euch vorstellbar oder vielleicht sogar ganz cool, dass man eure Werke unter Umständen auch irgendwo irgendwie digital lesen kann? Oder wollt ihr sie dann doch lieber alle gedruckt, weil sie nur so als gedrucktes Gesamtwerk funktionieren? Also das ist die eine Frage, so als Schaffende, wie sieht es aus mit digitalen Comics? Und zum anderen auch mal andersrum, falls ihr selbst Comics lesen solltet, lest ihr auch selbst mal digital. Doro, wie sieht's aus? Also für den Comic, glaube ich, ist es halt jetzt, ja, die sind halt jetzt gedruckt, ne? Ja. ich weiß jetzt nicht, wenn man die digital liest, das wäre ja dann wahrscheinlich eher mehr am Handy dann, also. Oder Tablet oder so, ja. Ja, da müsste man ja eigentlich dann ein anderes Format hernehmen. Also das sind ja jetzt direkt DIN A4 Seiten. Mhm. Und wenn man es halt digital machen möchte, dann muss man das auch mit einem anderen Format anlegen. Also halt eben dann 1080 auf 1920 oder so. Das haben wir halt jetzt nicht, deswegen glaube ich, ist es schwierig, den jetzt so zu übersetzen jetzt ins Digitale. Aber generell finde ich digitale Comics eigentlich ziemlich cool. Also wenn ich halt jetzt so unterwegs bin und Comics lese, dann da gibt es ja verschiedene Apps, also irgendwie Tapas oder Webtoons oder so. Mhm. Da schaue ich schon immer gerne mal dann rein und lese die da gerne. Ja. Genau. Gibt schon viel geilen Scheiß da draußen. Ja doch. Das wäre nämlich gleich die Folgefrage, aber vorher reiche ich die Frage nochmal an die Juli weiter. Wie sieht es bei dir aus? Funktioniert dein Comic auch digital? Oh, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wie Dorothea halt schon gesagt hat, es zu übersetzen ins Format wäre halt ein bisschen schwer. Mhm. Aber ich glaube, im Grunde kann man ihn auch digital genießen. Ich finde mich auch selber sehr viel, dass ich digitale Comics lese. Vor allem, weil die neuesten Kapitel halt nur digital zu erreichen sind teilweise. Aber ja. Deine Rede, du redest bestimmt von Manga Plus, oder wie das heißt, ne? Oh ja, auch Manga Plus. Oh, ich bin sehr überrascht, dass du es kennst, sehr cool. Ja, das ist ja, glaube ich, so mit die App für aktuelle Kapitel von den beliebtesten Manga-Serien, oder? Ja. Huh. Wäre das nicht geil, wenn man da dein Zeug auch lesen könnte? Oh, das wäre ja dann. Ja, das wär so cool. Da habe ich dann mal ein Lebensziel erreicht. Du hattest ja vorhin schon auch die Gelegenheit genutzt, uns ein paar Inspirationsquellen für dich zu nennen. Und letztlich ist das ja auch meine große Abschlussfrage, nämlich die nach popkulturellen Empfehlungen. Ich möchte gerne von euch wissen, was gibt es denn gerade aktuell an Filmen, Comics, Hörbüchern, Podcasts, keine Ahnung, TikTok-Kanälen, whatever, Dinge, die euch mega Spaß machen, die ihr regelmäßig konsumiert, wo ihr nach unserem Interview vielleicht gleich weiter guckt, lest, whatever, Musik vielleicht auch, erzählt mal, gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Juli, hast du da irgendwas im Sinn? Große Empfehlung von mir ist halt, wie gesagt, My Hero Academia. Mhm. Die haben gerade einen sehr großen Arc hinter sich und es ist sehr düster gerade, aber sehr mitreißend, also große Empfehlung. Wer da aufcatchen will. Was noch? Gerade fällt mir nicht so viel ein. Irgendwie ein aktuelles Musikalbum oder ein Buch auf deinem Nachtschrank, vielleicht sogar wirklich ein Podcast, ja, ist ja auch möglich. Oh ja, tatsächlich höre ich gerade sehr viel The Magnus Archives. Das ist ein Horror-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt vielleicht, aber der ist sehr gut und man merkt so, wie sich im Hintergrund was zusammenbraut, was sehr groß ist. Mhm. Und die Charaktere sind alle sehr liebenswürdig. Und es ist sehr spannend. Cool, dankeschön. Doro, wie sieht das bei dir aus? Bist du irgendwie, ich weiß, hatten wir uns nicht vorab über Twitch unterhalten? Gibt es da vielleicht eine Empfehlung von dir? Oh Gott. ich bin eigentlich auch nicht so wirklich jetzt auf Twitch unterwegs, mhm. So wirklich. Also ich habe es zwar, aber also da fällt mir jetzt auf Twitch direkt, fällt mir jetzt leider nichts. Nur Beispiele, vielleicht auch eine Netflix-Serie, whatever, keine Ahnung. Ja. mein Gott, also das sind meistens dann aber auch schon wieder ältere Sachen, also so aktuelle Sachen habe ich gar nicht, die ich jetzt so empfehlen könnte. Mhm. Aber wenn ich was empfehlen muss, soll, dann auf jeden Fall Herr der Ringe. Und das Silmarillion, also halt alles so darum, das ist sehr nice. Also es liest sich so ein bisschen wie die Bibel und ein Geschichtsbuch zusammen, aber
ist auf jeden Fall wert, das zu lesen. Gibt es eigentlich Comics aus dem Herr der Ringe-Universum, die du empfehlen kannst? Also von, oh Gott, ich, von Herr der Ringe weiß ich gar nicht, ob es offizielle Comics irgendwie gibt, aber ich weiß, dass es vom Silmarillion, also vom ersten Teil von der Ainu Lindale, einen Fan-Comic gibt. Irgendwo. Ja. Der ist ziemlich cool, aber das ist auch nur das erste Kapitel im Endeffekt von Silmarillion. Sonst habe ich, glaube ich, keine Comics bis jetzt gesehen. Ja. Genau. Okay, alles klar. Cool, das war doch ein echt guter Rundumschlag und ich bin, wie gesagt, sehr dankbar dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir über euch und eure Arbeit zu sprechen. Ihr da draußen könnt alle relevanten Links, die es zu den beiden gibt, das werden exakt zwei sein, nämlich einmal die zum Verlag und einmal auch zum Insta-Account von der lieben Doro. Da könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen und vor allem müssen wir offensichtlich auch die Augen und Ohren offen halten, denn sie könnten bei der einen oder anderen Live-Veranstaltung aufschlagen. Doro, Juli, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.